Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder eine Kakerlakenparty. Also das heißt, es gibt heute nichts Neues, sondern die Telefonate aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengeschnitten, ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag. Guten Tag, darf ich mit Herrn Steinberger sprechen? Ja, zum Apparat. Okay, ich bin Agne und ich rufe bezüglich Ihrer Meldung bei uns an. Sie haben sich registriert, um mit automatischem System zu handeln. Mhm. Ja. Okay, gut, super. Und ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin von Finlibra. So, ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert und dann ich helfe natürlich, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Auf los geht's los. Okay, gut, super. Wie geht es Ihnen heute, Herr Steinberger? Prima. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, vielleicht haben Sie irgendwelche Erfahrung mit dem Handeln oder es ist die erste Mal? Nö, nur mit eBay, da kenne ich mich aus. Da habe ich schon richtig viel gemacht, aber mit dem Rest, da habe ich nicht so richtig Ahnung. Das habe ich noch nicht probiert und dachte mir, ich mache das mal. Vielleicht klappt das ja mal, wenn ich mich mal da probiere. Okay, so Sie haben ja für allein gehandelt, ja? Mhm, ganz allein. Ich bin immer ganz allein. Okay, mit Aktien oder Kryptowährungen? Was? Haben Sie mit Aktien gehandelt oder mit Kryptowährungen? Nee, nur mit eBay. eBay. Okay, gut, super. Okay, gut. Und sagen Sie mir, welche Ziele haben Sie bei uns? Dieses System nur testen oder sehen, wie das funktioniert und mehr Geld verdienen. Da kann man viel Geld kriegen. Entschuldigung? Da kann man viel Geld kriegen. Wie viel denn? Ja, natürlich. Ja. Wie viel Geld so, denn? Sie wollen natürlich... Okay, es hängt von Ihren Zielen. Wie viel Geld wollen Sie machen? Na viel. Wie mehr wie möglich. Ja. Muss ja richtig klingeln in der Kasse. Okay, gut, super. Und vielleicht wollen Sie etwas kaufen, oder Haus, so wollen Sie dieses System probieren, so mehr Geld machen. Ach so, ja, das will ich investieren, das Geld. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, wie alt sind Sie, Herr Steinberger? Sie klingen sehr jung. Was? Wie alt sind Sie? Ach so, ja, 29. 29, Sie sind sehr jung. Ja. Okay, und was machen Sie beruflich? Knackig bin ich Table Dancer. Entschuldigung, was machen Sie? Ja, Table Dancer. Ich habe ja nichts Anständiges gelernt. Wenn man gut aussieht, dann kann man ja nicht so viel. Sie sind Dancer? Table Dancer, ja. Oh, so interessant ist. Okay, und sagen Sie mir, vielleicht sind Sie verheiratet schon. Haben Sie die Kinder? Nee, Kinder, die sind viel zu teuer. Die pupsen und machen eine Hose und schmieren die Tapeten voll. Nee. Ah, Sie sind ladies, ja? Ich bin keine Lady. Entschuldigung? Ich bin keine Lady. Ich bin Table Dancer. Nein, ich frage Ihnen, sind Sie verheiratet? Nee, das kostet alles Geld. Ah, ja, natürlich. Und Sie haben keine Kinder, ja? Nee, um Gottes Willen. Ich will ja noch saubere Tapeten haben, weil jetzt sind die wenigstens noch ein bisschen, also nur braun und so. Aber ich will ja nicht, dass die braun und kaputt sind. Ja, ich habe verstanden. Ja. Okay, und sagen Sie mir, wo wollen Sie unser automatisches System haben? Auf Ihrem Handy oder Computer? Na, im Idealfall zu Hause. Na, Sie werden eine Applikation haben. Wo wollen Sie das haben? Auf Ihrem Handy oder Computer? Ach so, na, da mache ich das am liebsten auf meinem Computer, weil auf dem Handy, da ist das ja alles ziemlich fummelig. Da muss man ja mit den kleinen Dingern so rumfummeln und ich mag nicht so, wenn man so fummelig ist, das ist halt so klein. Okay, gut. Und jetzt ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert und dann ich helfe Sie, Ihre Handelskonto zu aktivieren, okay? Okay, meinen Sie, das schaffe ich? Okay, so sehen Sie, Sie haben sich registriert, um mit einem automatischen System zu handeln. Ja. Dieses System analysiert alle Bewegungen auf dem Finanzmarkt. Also ist sozusagen ein Spion. Pass auf, was man da so bitte? Macht. Wie ein Spion. Sie sind? Na, wie ein Spion, das Programm.
Ja. Ja. Und diese Systeme, sehen Sie, analysiert alles und findet für Sie die beste Zeit, Positionen zu öffnen und ausschließen. Okay. So, dieses automatische System findet für Sie die erfolgreichste Trade. Sie werden diese Applikation auf Ihre Handy oder Computer haben und wo Sie können alles immer sehen und kontrollieren. Ja. Und unser System läuft vollautomatisch, aber Sie sollen am Anfang die Einstellungen machen. Dazu werden Sie Ihre persönliche Kundenberater haben, der wird Ihnen mit Einstellungen helfen und weiter auf Ihre Frage antworten. Ach so, wenn also, es ist ja gar nicht vollautomatisch, wenn ich denn da selber Einstellungen machen muss, dann ist es ja nur halbautomatisch. Es ist automatisches System, aber Sie sollen nur die Einstellungen machen. Wie viel Geld wollen Sie machen, ja? Und es ist alles. Ja. Und dieses System arbeitet vollautomatisch. Ja. Gut? Mhm. Okay, sagen Sie mir, haben Sie ungefähr verstanden, wie das funktioniert? Nö, da bin ich ja ein bisschen zu blöd für. Haben Sie verstanden? Nee, Sie reden ja mit einem doofen Kunden, der kann das nicht so richtig. Ich bin da zu blöd für. Okay, sehen Sie, wir geben Ihnen unser automatisches System und mit diesem System können Sie handeln. Ja. Es arbeitet voll automatisch für Sie. Also muss ich da gar nicht schlau zu sein. Ja, Sie haben das recht. Okay, dann ist gut. Okay, gut, dann sagen Sie mir, Sie wollen auch unser System mit dem Minimum probieren. Unsere Kunden oft beginnen mit dem Minimum, es ist 250 Euro. Sie wollen auch mit dem Minimum, ja? Na, was ist denn da besser? Entschuldigung? Was ist denn da so am bestesten? Ich finde, dass die Minimum ist genug. Okay. Sie können ja sehen, wie viel Geld können Sie aus 250 Euro machen. Es ist auch sehr gut. Ja. Gute Geld. So, es ist genug. Ja, dann. Wenn Sie Ihre Profite machen werden, Sie können Geld auszahlen. Ja. Und andere Geld können Sie ja noch einmal investieren. Ja, dann machen wir so, wie Sie das vorschreiben. Entschuldigung? Ja. Angenommen. Okay, gut, super. Und sagen Sie mir, wollen Sie Ihre Handelskonto, wie wollen Sie Ihre Handelskonto zu aktivieren? Mit Visa oder mit Mastercard oder haben Sie PayPal? Was ist denn da der Unterschied? Kriegt man da irgendwo mehr oder weniger? Oder ist man da irgendwo ein besserer Kunde oder ein schlechterer Kunde? Nein, es ist abhängig von Ihnen. Ja. Es ist ja egal ist. Okay. Weil wir haben verschiedene Zahlungsmethoden. Ja, gut. Okay, so sagen Sie mir, wie wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Haben Sie Online-Banking, PayPal, Karte? Ja, ich würde jetzt aus meinem Trinkgeld dann bezahlen. Entschuldigung? Ja, angenommen. Sagen Sie mir, was ist für Sie bequem? Wie wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Na, am Computer. Nein, ich sage Ihnen, wie können Sie die Einzahlung auf Ihre persönliche Handelskonto machen? Mit der Hilfe der Karte, Visa, Mastercard, PayPal oder haben Sie Online-Banking? Ach so, ja, dann sagen Sie das doch gleich, das habe ich nicht verstanden. Ich bin ja ein bisschen zurückgeblieben. Dann machen wir das mit, ich würde sagen mit ich kann mich so schlecht entscheiden, wissen Sie? Das, können Sie mir da nicht einfach irgendwas vorschreiben? Entschuldigung? Können Sie mir da nicht einfach was vorschreiben, was ich machen muss? Weil ich kann mich nicht so entscheiden. Ich sage Ihnen, also können Sie noch einmal wiederholen? Ich kann mich nicht entscheiden. Können Sie mir das nicht einfach vorschreiben? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie PayPal? Ja, dann machen wir das so. Haben Sie PayPal? Nee, muss ich erst einrichten. Haben Sie Karten? Karten? Ja, was denn für Karten? Visa, Mastercard. Ach so, ich dachte hier von meinem Döner. Nee, da habe ich so eine von der Sparkasse. Haben Sie Online-Banking? Ach so, Sie meinen das mit am Computer machen? Oder wie? Oh, Online-Banking, Sie können haben auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Handy. Ich weiß nicht, wo haben Sie das? Das habe ich so wohl halt auch. Entschuldigung, wo haben Sie das? Bei beidem. Wo? Na, bei beiden.
Okay. Ja. So? Wie wollen Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Jetzt habe ich Sie akustisch nicht mehr verstanden, weil Sie so weit gegangen sind, weg von Ihrer Mikrofone. Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich Sie wieder laut und deutlich. Genau, jetzt ist quasi erst okay, dann das Telefon super. Ja. So, sagen Sie mir, haben Sie Online-Banking? Mhm. Habe ich. So, Sie können normalerweise Online-Banking machen. Aber wollen wir das nicht mit Kreditkarte, weil da habe ich noch nicht benutzt. Das würde ich mal machen. Ich verstehe Ihnen nicht. Na, mit Kreditkarte oder? Haben Sie Kreditkarte? Ja. Visa oder Mastercard? Oh, da muss ich das mal gucken. Sie fragen ja, stellen ja Fragen. Das habe ich ja nicht. Okay. Muss ich mal nachgucken. Ja. Ja. Achso, ich sollte ja gucken, ne? Wann sind sie denn? Da steht drauf. Okay, ich warte. Da steht. Hier, wie das Computerbetriebssystem heißt es. Hier Vista oder so. Haben Sie? Aufgeschrieben? Ja, ich bin da. Gut. Und jetzt? Ja, ich bin da. Das ist schön. Achso, dann unterhalten wir uns halt nicht mehr. Ich dachte, Sie wollen noch ein bisschen weiterreden. Was machen Sie jetzt? Jetzt gerade? Ja. Habe ich gerade den Fenstergriff abgewischt. Entschuldigung? Den Fenstergriff habe ich abgewischt. Da waren Schmandflecken drin zum Balkon. Habe ich abgemacht. Ist auf einmal so laut bei Ihnen. Ja. So, haben Sie gefunden? Ja, hatte ich doch schon gesagt. Ich habe doch die Antwort okay, schon gegeben. Okay, haben Sie Visa auf Mastercard? Das ist so eine Vista-Karte. Welche Karte? Eine Vista. Können Sie noch einmal wiederholen? Eine Vista-Karte. Und die erste Nummer auf dieser Karte ist 3 oder 5? Nee, das ist eine 4. Ja, ist Visa-Karte, ja? Ja, eine Vista-Karte, sag ich ja. Visa, ja? Ja, wenn Sie das so anders sagen, dann meinetwegen auch so. Hören Sie mich, so, sehen Sie, es ist sehr wichtig ist, für mich zu verstehen, welche Karte wollen Sie benutzen, weil wir haben verschiedene Zahlungsmethoden für verschiedene Karten, okay? Ach so. So, Sie haben Visa, ja? Ja, das ist ja kompliziert, aber Ihnen... Steckt man die Karte nicht einfach nur in Schlitz und dann ist gut? Es ist okay, ich sende Ihnen jetzt einen Link. Mhm. Sagen Sie mir, die erste Nummer ist 4, ja? Von der Kreditkarte, ja. Okay, gut. Sagen Sie mir jetzt Ihre Postleitzahl. Die Postleitzahl, also da, wo ich wohne. Oder irgendeine. Ja. Oh, warten Sie, da habe ich... Das habe ich auch nicht aus dem Kopf. Warten Sie, da muss ich mal gucken. Und sagen Sie mir, in welchem Staat leben Sie? In deutscher Staat. In deutscher Staat? Welche Stadt? Na, in Berlin. In Berlin? Ja, in Neuer Köln. Kennen Sie das? Ja, ich bin da. Ja. Was ist Ihre Postleitzahl? Das ist die 01255, glaube ich. Okay, können Sie noch einmal wiederholen, okay? Also die ganze. 12055. Ja. Ja. Also, ja. Ihre Postleitzahl ist 01055, ja? Nee. Noch einmal? 12055. Können Sie nicht so schnell sagen? Ich kann nicht verstehen. Also, ich soll Ihnen die Postleitzahl langsamer durchsagen. Ja? Richtig? Die Postleitzahl ist sehr kurz. Ist 0 und dann? Na, 10255. 10255. Ja? Nee. Können Sie noch einmal wiederholen? Also die Postleitzahl. Postleitzahl, ja. Ja, 12055. Können Sie nicht so schnell das sagen? Also die 1. Die Zahl soll ich Ihnen langsamer sagen, meinen Sie? Nein, Postleitzahl. Postleitzahl? Das weiß ich nicht. Postleitzahl.
Okay, so, Sie haben gesagt, dass Sie leben in Berlin, ja? Ja. Okay, und sagen Sie mir Ihre Straße. Die Braunschweiger Straße 77. Entschuldigung? Angenommen. Angenommen. Können Sie mir noch einmal Ihre Straße wiederholen? Na, Braunschweiger Straße 77. Können Sie buchstabieren? Also Sie meinen, ich soll die ganze Straße buchstabieren? Sie können nicht so schnell sagen. Sie sprechen ja sehr schnell und ich mache Fehler. Ach so. Ja, warten Sie denn. Also soll ich Ihnen das den Straßennamen komplett durchsagen? Also einzeln in den Buchstaben oder wie? Können Sie wiederholen, aber nicht so schnell. Ja, das ist denn ein B wie Bommel. B und dann? Also ein B wie Bommel haben Sie, ja? Ja. Dann ein R wie Rudelbumsen? Ja. Ein A wie, wie Augenpopel? Ja. Ein U wie Unkraut? Ja. Ein Hn wie, wie ein Hn halt. Also so ein, Noch einmal? Welche Buchstabe? Ein Hn wie ein Nagelstudio. Ne, ja, ja. Oder ne, genau. Denn, also jetzt haben wir, das Braun steht jetzt bei Ihnen, ja? Ja, Braun, Dann kommt ein S. Wie, Braunschweig, also, ja? Also ein S wie Saftschubse, dann ein... Ihre Straße ist Braunschweig, ja? Nein. Okay, gut. Soll ich jetzt weitermachen? Ja, weiter. Ja. S. Ja, dann kommt ein C wie Chamäleon. Ja. Dann kommt ein H wie Hohlbirne. Ja. Ja? Ja. Dann kommt ein G wie Geschlechtsverkehr. Ja? G, ja. Ja. Dann kommt ein W wie Willi oder Wichsen. Ja. Dann kommt ein E wie einen an der Klatsche. Ja. Dann kommt ein I wie, also so ein... Wieder? Ja, oder hier ironisch. Dann kommt ein G wie geil. Ja. Dann kommt ein E wie Eier. Und dann kommt ein R wie Russland. Ja? Okay. Und dann kommt ein Leerzeichen. Ja? Ja. Dann kommt ein S wie Stuhlgang. S. Ja. Dann kommt ein T wie Straße, ja? Ja, genau. Okay. Also nee, das T nicht wie Straße, das T wie Tina Turner. Dann kommt ein R wie nochmal, ja, Russland. Ja? Ja. Ein A wie Abfall. Dann kommt wieder ein S wie Straße. Noch ein S wie Straße. Haben Sie? Ja, danke. Ich habe alles gefunden. Ach, Sie haben jetzt schon gefunden. Öffnen Sie E-Mail. Aber haben Sie das eh schon? Ja. Jetzt öffnen Sie Ihre E-Mail. Und ich sende Ihnen unsere Zahlungsmethode, so Sie können ja die Überweisung machen, okay? Ja, sehr gern. Aber ich habe noch eine Frage. Die Hausnummer, haben Sie denn die Hausnummer auch platziert? Nein. Nee? Warum? Sehen Sie, nach dem Aktivieren werden Sie Ihre Handelskonto verifizieren. Ja. So, Ihre persönliche Kundenberater erklären Ihnen, weil Sie das machen können, okay? Ach so. Okay, gut, also jetzt einen Moment, bitte. Ja. Ich sende Ihnen E-Mail. Ach so, ja, per E-Mail. Ja, aber wozu haben wir denn jetzt die Straße gebraucht? Ja, ich habe Ihre Straße gefunden. Alles ist in Ordnung. Einen Moment, warten Sie. Haben Sie aber richtig jetzt geschrieben, ja? Nicht, dass da die Post nicht ankommt. Nein, ich habe richtig geschrieben. Ich habe alles gefunden. Okay. Schön. Ja, kann ja mal passieren, wenn da Fehler sind. Nicht, dass da was falsch kommt.
Einen Moment. Ja. Jetzt ich sende Ihnen diesen. Ich kann warten. Ja. Okay, jetzt ich sende Ihnen diesen Link, okay? Ja. Okay, jetzt einen Moment bitte. Okay? Ja. So, überprüfen Sie jetzt E-Mail von Agnes Stolz. Ich habe Ihnen unsere Zahlungsmethode gesendet, okay? Achso, also Sie haben jetzt schon eine E-Mail geschickt. Oder wie? Entschuldigung, ich habe Ihnen E-Mail geschickt. Ah ja, okay. Mhm. Und wie, also an mein E-Mail-Postfach? Ich habe Ihre E-Mail. Wenn Sie sich registriert haben, haben Sie das geschrieben. Überprüfen Sie Posteingang. Ja. Spam und John E-Mail. Ich gucke mal. Ja. Das klingt mal doof. E-Mail auf jedes. Mhm. Okay, überprüfen Sie Gmail Spam. Ja, ich gucke gerade. Moment. Ich muss erstmal das Aufrufen da, die Seite, das muss man ja immer da so übers Internet machen, wissen wir? So. Ja, ja. Mhm. So. Muss ich jetzt hier eingeben, mail.google.com. So, ach, warten Sie, jetzt muss ich mich hier einloggen. So, meine E-Mail-Adresse. Und dann noch das Passwort. So. Und dann... Jetzt, achso, warten Sie, da habe ich jetzt das Passwort gerade falsch eingegeben. Moment. Okay. So, nochmal das Passwort. Also dort erstmal die Frau die Klage hätte. So. Klage muss am Deutschland. Aber es steht am Deutschland. So, jetzt bin ich drin. Und dann gucken wir mal nach Ihrem Schriftstück. Mensch, das ist aber ganz schön viel gekommen. Haben Sie mal ein E-Mail bekommen? Weiß ich noch nicht. Ich muss gerade suchen. Das ist bestimmt irgendwo mit dabei. Okay, super. Ja. So, dann gucken wir mal hier. Und gucken noch da ein bisschen. Stellen noch den Radiowecker wieder ordentlich hin. So, noch die Kuscheltiere. Und die müssen wir ja auch wieder hinstellen. So, war noch keine E-Mail da. Überprüfen Sie Spam? Spam, warten Sie. Nee, das heißt Jung. Jung-Ordner. Da? Schreiben Sie nach meinem Annahme. Schreiben Sie Agne und Sie werden meine E-Mail finden. Ja, warten Sie. So, wie schreibt man das? Buchstabieren Sie mir das mal. A wie Anto. Ja. Dann A. Noch ein A. Nein. Ein A wie Anton, dann G wie Gustav. Also ein A wie Auto und ein Ja, A wie Auto, G wie Gustav. Also ein G wie Gnu. G wie Gustav. Ja, oder Gnu, hab ich. Und Nu? N wie Nordpol. Ein N... Mhm, hab ich, ja. I wie Emil. Also ein I wie Emil. Ja. Okay, hab ich, ja. Agni heißt es jetzt? Agne, und suchen Sie nach meinem Namen. Agne, nur Agne. Jetzt steht hier Agne, das sind doch so Pickel im Gesicht. So, hier bei Google in den Ergebnissen. Jetzt kriege ich ja lauter so eklige Bilder. Sie sollen das in Ihre E-Mail suchen, nicht in Google. Ich habe das jetzt bei Google eingegeben. Ich habe ganz viele Pickelbilder jetzt bekommen von so ekligen... Nein. Sie sollen das in E-Mail suchen. Aber überprüfen Sie am Anfang an Spam, ja? Noch einmal. Ich guck mal nochmal in dem Spam-Ordner. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ich kann gut im Spam-Ordner gucken. Warten Sie. Bei Ihnen ist auf einmal so leise. Sind Sie noch dran? Nicht, dass ich jetzt umsonst gucke und da ist gar keiner mehr. Hallo? Ja.
Okay. Noch da? So, vielleicht, ja. Okay. Habe ich sie bekommen? Ich gucke gerade. Das nee, ist nicht da. Also ich habe jetzt hier in dem Spam-Ordner ist nichts drin. Das ist ja bei mir... Jetzt, bei mir oh, einen Moment. Meine Kollegin Cleo weiß auch, wird Ihnen diese E-Mail senden und überprüfen Sie alles. Jetzt überprüfen Sie E-Mail von Cleo Weiss in Spam, Zen, Junk und Posteingang. Ich gucke mal, warten Sie. Cleo Weiss. Haben Sie bekommen? Ich gucke noch. Nee, ist nicht da. Okay, sagen Sie mir, benutzen Sie WhatsApp? Achso, Sie meinen das mit dem Schreiben. Entschuldigung. Meinen Sie das mit dem Schreiben, da wo man sich so Buchstaben schickt? Okay, so, lassen uns andere machen. Jetzt, weil Sie können nicht mein E-Mail bekommen mit unserer Zahlungsmethode, probieren wir, machen das von unserer Seite, okay? Ja. Unsere Finanzabteilung wird diese Transaktion für Sie machen und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen, okay? Ja. Okay, so. Sehen Sie ja die Kartennummer auf Ihrer Karte, ja? Wie meinen Sie das? Sehen Sie auf Ihrer Karte 16-stellige Nummer? Warten Sie, muss ich mal gucken. Das ist hier so eine lange Nummer. Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, einen Moment. 7, 8, 9. Einen Moment, 10, bitte. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das sind 16 Ziffern. Was soll ich damit machen? Okay, so, ja. Okay, jetzt, wie ich habe Ihnen gesagt, unsere Finanzabteilung wird macht diese Transaktion für Sie und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen von Ihrer Seite, okay? Wie mache ich das? Okay, sagen Sie mir die 16-stellige Nummer auf Ihrer Karte. Ach so, Sie meinen die ganz lange Nummer da auf der Karte? Ja, natürlich. Mache ich. So, dann haben wir hier eine 7. Die erste Nummer, es ist 7. Ja. Aber Sie haben mir gesagt, dass es ist 4. Ach so, ich habe hier die falsche Karte. Warten Sie mal, die sieht nur so ähnlich aus. Ja, die, ja. Karte, die habe ich, die habe ich hier immer von dem Springer Club, wo ich abends vorbeigehe. Da muss ich mal, warten Sie, muss ich die andere Karte? So. Okay, suchen Sie nachher. Da. So. Kreditkartengenerator öffnen, so. Dann Visa hatten wir gesagt, ja, muss ich hier mal Visa anklicken? Ja, ja, so. Visa. Ja, genau, dann haben wir die 422, 685, 324, 937, dann kommt die 273 okay, und die 3. Okay, einen Moment, können Sie mir noch einmal, aber nicht so schnell ja wiederholen, okay? Ja, also soll ich langsamer machen, oder wie? Ja, langsam. Soll ich keine Fehler machen, okay? Ja, dann habe ich die 422. Können Sie mir Nummer nach Nummer sagen? 4, 5, 6, okay? Achso, nee, 422 kommt am Anfang. 422, dann. Mhm. Dann kommt, also die nächste Zahl brauchen Sie jetzt, ne? Ja, nächste. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 6. 1, 6. Ja. Kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja, ja. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 8. 8? Genau. Und dann? Haben Sie aufgeschrieben, die 8? Ja. Ja, dann kommt eine 5. Ja. Und dann? Die 5 haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Dann kommt eine 3. Ja. Haben Sie? Und dann, ja. Die 3 haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Okay. Dann als nächste Zahl wieder aufpassen. Jetzt kommt eine 2. 2. Genau. Ja. Schreiben Sie die 2 auch immer mit dem Kringel oder machen Sie die unten so glatt? Nach 2.
2. Was geht Ach so, weiter? Die nächste Zahl ist dann eine 4? Gemacht. Haben Sie gemacht, ja? Ja. Dann kommt eine 9. Ja. Haben Sie auch aufgeschrieben? Ja, ich habe geschrieben. Okay. Die nächste Zahl, die hier in der langen Liste drin ist, das ist dann eine 3. Geschrieben. Ja. Dann kommt eine 7. 7. Ja. Haben Sie geschrieben? Ja. Dann kommt eine 2. Ja. Geschrieben. Ja. Dann kommt eine 7. Ja, geschrieben. Dann kommt eine 3. 3. So, es ist alles, ja? Nee, da fehlt noch eine. Aber die Kartennummer soll... Ja? Ja, eine fehlt noch. 16. 16-stellige Nummer, sollen Sie sehen. Wenn es Suisse ist, es ist 16-stellige Nummer. Ja, genau. Und ich habe Ihnen erst 15 gegeben. Eine fehlt noch. Okay. Haben Sie die 3 erstmal geschrieben hinten? Haben Sie noch nicht gesagt? 7273 und dann? Und dann kommt noch eine 3 zum Schluss. Und sehen Sie auf diese Karte einen Namen? Es ist Visa oder Mastercard oder Maestro. Was ist geschrieben auf Ihrer Karte? Da steht Vista. Entschuldigung? Vista. Was ist geschrieben? Können Sie noch einmal langsam wiederholen? Na, Vista steht da, also hier die Karte. Es ist nicht Visa. Doch. Oder Visa. Ja, genau. Visa sehen, ja? Es ist geschrieben. Ja, ja. Okay, und lassen uns überprüfen Ihre Karte. Es ist 4221, ja? Nee. Ja oder nicht? Nee. Und wo ist die Zelle? Na, da kommt, also als erstes kommt eine 4. Dann, 4 und ja, dann? Dann kommt eine 2. Da, ja. Dann kommt noch eine 2. Ja. Und dann kommt eine 6. 6. Ja. Okay, gut, super. Und 6, 8, 5, 3, 2, 4, 9, 3, 7, 2, 7, 3, 3, ja? Ja. Okay, gut, super. Sehen Sie die 3 Ziffern auf der Rückseite von Ihrer Karte? Nee. Es gibt keine 3 Ziffern auf der Rückseite. Weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt auf der Vorderseite gucke, sehe ich ja nicht gleichzeitig die Zahlen auf der Rückseite. Unter der schwarzen Linie sollen Sie 3 Ziffern sehen. Also soll ich die Karte umdrehen jetzt? Entschuldigung. Soll ich die Karte umdrehen? Sollen Sie ja auf die Rückseite sehen. Unter der schwarzen Linie sehen Sie die 3 Ziffern. Muss ich mal gucken. Aber hier ist gar keine schwarze Linie, hier ist eine silberne Linie. Okay, eine Linie. Und Sie sollen jetzt auf der Rückseite nur die 3 Ziffern sehen. Ja, da sind 3 Ziffern. Sagen Sie mir diese Ziffern. Also die sind so schlecht gedruckt, ne? Die meinen Sie? Die so schlecht abgebildet sind, die man kaum lesen kann. Ja, nur 3 Ziffern. Ja. Wie viel sehen Sie dort? 3 oder 7? Nee, 3. 3, sagen Sie mir die 3 Ziffern. Ja, das ist 436. Können Sie noch einmal 4 und dann? 436. 3 und 6. Ja? Ja. Okay, 4, 3, 6. Okay. Genau. Okay, und sehen Sie die Ablaufdatum von dieser Karte? Ja. Monat und Jahr, sagen Sie mir. Das 12.21. 12.21, aber es ist schon abgelaufen. Ach so. Ach, warten Sie mal. Da habe ich Post bekommen. Warten Sie mal. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Ich öffne immer nur meine Briefe, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Ich gucke mal. Weil ich glaube, ich muss mal hier in meinem Haufen gucken. Ich glaube, da habe ich schon was Neues dann bekommen. Ich habe halt noch nicht reingeguckt in meine Post. Okay. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Ich glaube, die Verbindung ist unterbrochen. Jetzt höre ich wieder was. Sie haben mir gesagt, dass Ihre Karte ist schon abgelaufen, ja? Ja, muss ich eine andere nehmen. Haben Sie andere Visa-Karte? Ja, ich habe eine neue bekommen. Muss ich mal gucken, die ist noch eingepackt. Okay, guck,
gucken Sie und sagen Sie mir, ich warte, okay? Ja, weil die ist ja noch, ich muss mal den Brief suchen, wissen Sie, weil ich habe das immer alles, irgendwo stopfe ich das rein und dann weiß ich immer nicht, wo das ist. Ich mache mir da nicht so einen Kopf drum. Da kommt dann manchmal Post und wenn ich Lust habe, gucke ich mal rein. Wenn ich keine Lust habe, lasse ich es einfach zu. Ne, manchmal sind ja da, muss man ja irgendwas bezahlen und so. Und das will man ja dann gar nicht lesen. Deswegen lasse ich die Post meistens immer zu bei mir. Und da muss ich jetzt hier mal in einem großen Stapel gucken. Ich das nicht machen wollen. Haben Sie Online-Banking, eine Applikation auf Ihre Handy? Na, wie? Ich will doch das machen. Online-Banking, ja. Ich suche doch jetzt gerade die andere Kreditkarte. Suchen Sie nach andere Kreditkarte. Okay, suchen Sie, ich warte, okay. Und sagen Sie mir, wenn Sie fertig sind, okay? Das mache ich, ja. Ich gucke hier gerade noch. Ich habe jetzt hier so viel. Der Haufen ist wieder so groß. Da kommt ja hier jeden Tag, kommen hier so lauter bunte Briefe rein. Mal sind sie blau, mal sind sie gelb. Ich lasse dann einfach alle zu, weil mit den ganzen Farben, da bin ja sowieso farbenblind. So, dann haben wir hier noch was. Ach hier, Jahresabo von My Dirty Hobby. Ach das. So, gucken wir mal. Dann habe ich hier noch ein. Sind Sie noch dran? Ja. Ja, warten Sie, ich bin gleich durch den Haufen. Irgendwo habe ich das. Ich weiß noch nicht. Irgendwo muss das hier in dem Haufen sein. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch kurz eine Stunde gucken. Gucken Sie, ich warte. So, haben Sie gefunden? Ja. Okay, so, haben Sie neue Karte gefunden, ja? Ja. Okay, sagen Sie mir die 16-stellige Nummer von dieser Karte. Und ich lese mir gerade noch den Brief dazu durch. Entschuldigung. Ja, angenommen. Wiederhole. Haben Sie diese Karte im Internet bevor benutzt? Die packe ich gerade aus. Ja oder nein? Ich packe die gerade aus. Entschuldigung, ich verstehe Ihnen nicht. Können Sie noch einmal mir erklären? Ich packe die Karte gerade aus. So, Sie haben diese Karte nicht im Internet benutzt, ja? Warum sollte ich? Die ist doch neu. Es ist die neue. Also Sie haben diese Karte nicht aktiviert, ja? Wie aktiviert? Na, die packe ich gerade aus, die Karte. Die ist ganz neu. Okay, gut, super. Okay, jetzt wir werden ausprobieren. So, sagen Sie mir die 16-stellige Nummer auf diese Karte. Ja, warten Sie, ich muss hier noch das Klebchen abreißen. Geht gleich los. So. So, also soll ich Ihnen die ganze Nummer da jetzt sagen, die da drauf steht, ja? Ja, natürlich. Ja. Wollen wir mit der Nummer hinten anfangen oder wollen wir die von vorne wieder nehmen? Am Anfang beginnt mit der Nummer 4. Ja, ich gucke mal. So, also. 451, 766. Nein. Können Sie langsam mehr sagen? Ich Ach kann ja. nicht so schnell schreiben, genau, okay? Mache ich wieder langsam. Das ist ja kein Problem. Wenn Sie das ein bisschen langsamer machen möchten, dann kann ich Ihnen das gerne sagen. So, dann, also die erste Zahl fängt dann mit einer 4 an. 4, 1? Nee, nur mit einer 4. 4 und dann? Also die 4 haben Sie jetzt schon geschrieben, ja? Ja. Ja. Die nächste Zahl auf der Kreditkartennummer hier ist dann eine 5. 4 und dann, nächste. Haben Sie geschrieben, die 5, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 1. 1. Ja. Dann. Haben Sie auch, ja? Ja, ich habe geschrieben, dann. Als nächste Zahl kommt dann eine 7. 7, okay. Können Sie mir 4 Ziffern in einmal sagen, ja? 4 Ziffern. Also soll 4, 5, 1, 7 und dann? Okay, also dann 4 Zahlen soll ich Ihnen sagen. Ja, 4, ja. Ja, 6671. Können Sie mir nur Ziffern nach Ziffern sagen? 4, 4, 2, 4, nicht, ja, die. Na, also so wie gerade eben, dann wieder langsam, oder wie? Ja, langsam. Wiederholen wir noch einmal. Also es fängt mit einer 4 an, ja? Ja.
Dann eine 5. Ja. Dann eine 1. Ja. Und dann eine 7. Ja. Okay, das haben Sie, ja? Ja. Okay, dann müssen Sie jetzt wieder aufpassen. Jetzt kommt der Rest. Da kommt jetzt als erstes eine 6. Ja. Haben Sie? Ja. Dann als nächste Zahl noch eine 6. Ja. Haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja. Dann kommt eine 7. Ja. Haben Sie? Ja. Dann kommt eine 1. Ja. Haben Sie aufgeschrieben? Ja. Dann kommt eine 7 in der Zahlenkette hier. 7. Mhm. Haben Sie geschrieben, ja? Yes, ja. Dann die nächste Zahl ist eine 8. Ja. Dann. Eine 3. Dann. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt eine 2. Okay. Haben Sie aufgeschrieben auch, ja? Ja, natürlich. Dann sind es ja nur noch 4 Zahlen. Die nächste ist dann eine 7. 7. Haben Sie geschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben und dann? Als nächste Zahl ist dann die Ziffer 9. 0. Wie bitte? 9. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt eine 4. 4? Ja. Haben Sie auch aufgeschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben. Und die letzte Zahl, die hier in der großen langen Nummer drin steht, das ist dann eine 0. 0, okay, gut, super. Sagen Sie mir die Ablaufdatum. Monat und Jahr? April 27. 0, 4? Ja. 2, 7, ja? Ja. Und die 3 Ziffern auf der Rückseite. Also da meinen Sie wieder die so schräg geschrieben sind, ja? Ja. So, das ist dann eine 7. 7, ja. Haben Sie geschrieben, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 3. 3, ja. Haben Sie? Ja. Und die letzte Zahl ist dann auch eine 3. Okay, gut, super. Und der Name auf dieser Karte, es ist Ihr Name, Sean Steinfeger. Ja, Sean Steinfeger. Ja. Okay, gut, super. Jetzt unsere Finanzabteilung, wir machen diese Transaktion für Sie und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen, okay? Das war ein bisschen schnell, das habe ich akustisch nicht richtig gut verstanden, was Sie gerade so von sich gegeben haben. Ja, ich erkläre Ihnen. Ach so. Jetzt unsere Finanzabteilung, wir machen diese Transaktion. Ja. Und Sie sollen nur diese Transaktion bestätigen. Ja. Sie bekommen eine SMS auf Ihre Handy von Ihrer Bank. Ja. Und Sie bestätigen, ob es Sie wollen machen, diese Transaktion machen und niemand noch, okay? Ja, das möchte ich gerne machen. Okay, gut, super. So, jetzt warten wir und ich sage Ihnen, wann sollen Sie diese SMS überprüfen? Was soll ich machen? Achso, Sie meinen, ich bekomme jetzt eine SMS von Ihnen und da soll ich was zurückschreiben, oder wie? Ja, ich erkläre Ihnen jetzt. Ich ja. sage Ihnen, was Sie machen sollen, ja, wenn Sie sollen diese SMS überprüfen, okay? Okay, warten Sie einen Moment. So, sehen Sie, Ihre Karte ist nicht aktiviert für Online-Transaktionen. So, jetzt schlage ich Ihnen vor, die normalerweise Online-Banking machen oder Bank überweisen, okay? Wie bitte? Ihre Karte ist nicht aktiviert für Online-Transaktionen. So, jetzt. Ich sende Ihnen die Bankdaten, so können Sie die Online-Banking machen oder die Bank überweisen, okay? Also per E-Mail wollen Sie das dann schicken? Oder? Ja, öffnen Sie jetzt Ihre E-Mail, ich sende Ihnen die Bankdaten, okay? Ja, Moment. So, ich hatte das nämlich jetzt schon alles zu, wissen Sie, da muss ich jetzt erstmal aufmachen, kleinen Moment. So, also mein E-Mail-Postfach soll ich wieder aufmachen, ja? Ja,
überprüfen Sie E-Mail von Agne Stolz. Ja, das war ja das mit den Pickeln. So, dann muss ich gleich mal... Ja, jetzt bin ich hier wieder ausgelügt. Ich muss mich mal wieder einlügen. Das ist ja kompliziert bei Ihnen. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie haben PayPal nicht, ja? Dann würde ich dann schnell machen, wenn Sie sagen, das ist gut. Kann man das schnell machen? Sagen Sie mir, haben Sie PayPal oder nicht? Nee, aber ich würde das schnell machen, wenn Sie sagen, das braucht man. Okay. Überprüfen Sie E-Mail von Agnes Stolz. Sie haben E-Mail von mir bekommen. Ja, gleich. Warte. In Spam und Schand. Ich gucke gerade. So, jetzt bin ich erstmal hier wieder eingelügt in das E-Mail-Postfach. Warten wir. Entschuldigung. Ja, angenommen. Haben Sie bekommen, ja? Nee, da gucke ich gerade. Nee, also im Posteingang ist nichts drin. Okay, jetzt ich lege auf und ich rufe Ihnen in 2 Minuten. Wieso? Vielleicht kann Sie diese E-Mail nicht bekommen, wenn Sie mit mir reden. Und ich rufe Ihnen 2 Minuten, überprüfen Sie alles, Posteingang und Spam. Und ich rufe Ihnen ja in 2 Minuten. Aber okay? Vielleicht ist ja irgendwas falsch an der E-Mail-Adresse. Das wird es mal überprüfen, weil normalerweise welche E-Mail-Adresse haben Sie? Ihre E-Mail-Adresse ist schon schon.steinfänger@gmail.com, ja? Nee, da ist was falsch. Soll ich Ihnen das buchstabieren? Haben Sie WhatsApp? Ja. Okay, jetzt bekommen Sie diese Bankdaten für WhatsApp, okay? Na, aber wir telefonieren doch über die Festnetznummer. Sagen Sie, Sie haben mir gesagt, dass E-Mail ist nicht richtig ist. Sagen Sie mir Ihre richtige E-Mail-Adresse. Ja, also die E-Mail-Adresse, ja. Das ist dann ja. Sean.steinfeger und dann @mdccfun.de. DE, ja? Ja. Haben Sie? Wiederholen Sie mir Ihre E-Mail. Also meine E-Mail-Adresse. Ja, einen Moment. Wiederholen Sie Ihre E-Mail-Adresse noch einmal. Ja, sean.steinfeger@mdccfun.de. Können Sie wiederholen noch einmal. @mdccfun.de. So, öffnen Sie Ihre neue E-Mail-Adresse und ich buchstabiere jetzt Ihnen meine E-Mail. So können Sie mir eine E-Mail senden, okay? Hat nicht geklappt, was Sie gemacht haben? Ja. Okay. Dann, also ich soll Ihnen jetzt meine E-Mail-Adresse nochmal buchstabieren, oder wie meinen Sie das? Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse, die richtige. Ach so. Jetzt, ich buchstabiere Ihnen meine E-Mail-Adresse, so können Sie mir E-Mail senden, okay? Moment, hier steht gerade, mein Postfach ist voll. Ups, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ups, ja, jetzt ist es bei mir kaputt, warten Sie mal. So, also, ich gehe jetzt auf Schreiben. So, dann mache ich auf, dann schreibe ich von meinem Vati von der E-Mail-Adresse, ja? So. Sie öffnen Ihre neue E-Mail-Adresse und schreiben Sie mein E-Mail. So können Sie ja die E-Mail senden. Ja. So, buchstabieren Sie das. Die erste Buchstabe ist A wie Anton. Ein A wie Anton, ja? G wie Gustav. G wie, N wie Norbert. Ein N wie Nachtisch, ja? Wie Norbert. Ja. I wie Emil. Also ein I wie Emil. Ja. Ein I, Punkt. Punkt. Ja. Dann S wie Siegfried. Also ein S. S. Ein S. Und dann? T, C wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ein O. L wie Ludwig. Oder Lutschen. C wie Zeppelin. Haben Sie geschrieben?
Ja. Nach Ad, ja, habe sie Ad geschrieben, ja. Was? Nach dem Ad noch ein Ad? Oder wie? Agne.stolz@. Haben Sie das geschrieben? Ne, bei mir steht Agni.stolk. Stolz. Also ZE am Ende. Ja. Ja. Also Agni.stolze@. Si, wie Cäsar. O wie Otto. And wie Norbert. Was war das für ein Buchstabe? Den habe ich nicht verstanden. C wie Cäsar, O wie Otto, N wie Nordpol. Ja, also Con, ja. T wie Theodor. Ja. A wie Anton. A wie Anton. Okay, C wie Cäsar. C wie Theodor. Minus? Haben Sie geschrieben? Das Wort oder das Ding? Add Kontakt minus, ja? Wollen Sie? Minus. Ja? Nach Minus. P? P? Wie Friedrich? Also ein P wie Friedrich. C wie Friedrich. Ein C wie Friedrich. Ja. Ja. I wie Ida. N wie Nordpol. L wie Ludwig. Oder Lutschen. I wie Ida. B wie Bertha. R wie Richard. A wie Anton. Punkt. C wie Cäsar. O wie Otto. M wie Martha. Und überprüfen wir sie mir, was sie geschrieben haben. Soll ich vorlesen? Ja? Reden Sie mir, was sie geschrieben haben. Da steht agni.scholze@kontakt. -plkrinbra.com. Sin Libra, ja? Sin Libra, ja? Sin Libra. So, senden Sie auf meine E-Mail, SMS, so kann ich Ihnen die Banddaten senden, okay? Was soll ich da jetzt? Also, ich soll auf Ihre E-Mail-Adresse eine SMS schicken. Es ist meine E-Mail, ja, senden Sie auf meine E-Mail, SMS. Wie mache ich denn das? Wie geht das? Haben Sie gesendet? Eine SMS an Ihre E-Mail. Wie geht denn das? Ja. Wie macht man das? Müssen Sie mir erzählen, wie man das macht? Senden Sie auf meine E-Mail eine Nachricht. So kann ich Ihnen die Bankdaten senden. Ach so, eine Nachricht an Ihren E-Mail, ja. Was soll ich denn in den Betreff reinschreiben? Was? Sie sollen schreiben, was Sie wollen. Für mich ist egal. So, Betreff. Und jetzt schreibe ich noch was in das Feld rein. Moment. Na, ich schreibe Ihnen eine E-Mail. Sie können mir nur, Hi senden und es ist alles. Ach so, na, weil Sie haben gesagt, ich kann schreiben, was ich will. Jetzt schreibe ich Ihnen eine höfliche E-Mail. Können Sie das schneller machen? Ich habe so viele Kunden. Ich kann nicht so viel Zeit mit ihr verbringen. Ja, warten Sie, ich beeile mich. So, habe ich gesendet. Einen Moment. Ich habe nichts bekommen. Haben Sie gesendet? Ja.
Aber jetzt steht ja, das ist nicht gekommen. Zurück. Senden Sie noch einmal. Nochmal? Ja. Ja. Warten Sie. Oh nein. Oh nein. Mein Postfach ist voll. Ist weg. Schnuckelchen? Haben Sie gesendet mir E-Mail oder nicht? Nee, ging nicht. Ist kaputt hier. Ist voll. Was ist voll? Postfach. Ist alles voll. Hallo? Ja? Hören Sie mich? Was ist voll? Ja, ich habe Anna nicht bekommen. Ja, es ging nicht. Es ist voll Postfach. Postfach voll. Seit Januar, also im Januar habe ich hier alles mal gelöscht und seit Januar habe ich jetzt hier 18 GB voll. Nur E-Mail-Scheiße. Okay, ich rufe Ihnen ein bisschen später, okay? Nee. Und dann werden wir sprechen. Nee. Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Guten Tag, Herr Thiemel. Ja. Wie geht es Ihnen? Schnuckelig. Und selbst? Wie bitte? Wie geht es Ihnen so? Mir gut. Freut mich. Ich bin Amalia Meyer. Ich hoffe, Sie bezüglich Ihr Interesse an passives Einkommen am Finanzmarkt. Ja. Sie haben vor kurzem bei uns angemeldet. Sehen Sie sich? Wie heißt denn die Seite? Meine Firma heißt Selene Invest. Okay. Sie haben auf einen von unseren Projekten angemeldet. Unser Projekt heißt Bitcoin Trader. Aha. Sagen Sie mir bitte, warum haben Sie dieses Interesse an Finanzmarkt und Onlinehandel? Na, da kann man ja Taster kriegen. Ja, bitte? Na, Taster, Moneten, Money. Ich verstehe Sie nicht. Nee, warum? Können Sie lauter sprechen? Ich soll lauter sprechen. Warum? Was denn ich jetzt? Ich höre Sie schlecht. Ja, warum? Ich weiß nicht. Ich höre Sie gut. Aber jetzt ist es besser. Ja. Und warum haben Sie diese Interesse? Ja, warum haben nicht? Sie bei uns angemeldet? Na, mal gucken. Meistens unsere Kunden lassen seine Kontaktdaten hin, weil sie hatten dieses Interesse an Kryptowährung oder an Onlinehandel mit Rohstoffen oder Aktien. Warum Aha. haben sie dieses Interesse? Ja, ich wollte mal gucken. Gucken? Ja. Okay, aber Sie können alle Infos im Internet gelesen. Warum haben Sie angemeldet? Warum haben Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen? Na, ich wollte mal gucken. Okay, gucken und warum? Na, warum haben Sie das geholt? Ob gut ist, weiß man ja vorher nicht. Sieht man ja nicht. Okay. Mhm. Und Sie möchten am Finanzmarkt handeln? Natürlich. Okay, haben Sie schon die Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Ja? Nee. Haben Sie keine? Ja. Okay. Dann ich muss wissen, warum haben Sie im Internet rangeguckt? Warum haben Sie dieses Interesse? Ja, darf man nicht. Ist das schlimm? Okay. Und was haben Sie im Internet gelesen oder geguckt? Na, wegen Bitcoin und so. Und wissen Sie etwas über Finanzmarkt? Nee. Und wie können da Geld verdienen? Nee, woher denn? Hat mir ja noch keiner gesagt. Okay. Sie haben im Internet an Bitcoin geguckt, ja? Ja. Und was haben Sie da gelesen über Bitcoin? Dass man da viel Geld mitmachen kann. Okay. Super. Wissen Sie, wie alles funktioniert am Finanzmarkt? Nee. Und wie können Sie mit Bitcoin handeln? Nee. Okay, ich erzähle Sie kurz. Am Finanzmarkt, das ist ein großer Online-Geschäft, wo können Sie mit verschiedenen Aktiven, wie Bitcoin, ich meine Kryptowährungen oder Rohstoffen oder Aktien von verschiedenen Firmen handeln. Ich meine, Sie kaufen irgendwelche Aktiven billiger und verkaufen teuer. Mhm. Verstehen also, Sie das? Wie so ein Schneeballsystem. Warum später?
Nee, habe ich doch gar nicht gesagt. Wie bitte? Habe ich doch gar nicht gesagt später. Ich habe nicht verstanden, was meinen Sie? Wie war nochmal Ihr Name? Mein Name oder Ihr Name? Ihr Name. Mein Name? Ja. Amalia Meyer. Aha. Wie kommen Sie denn an den deutschen Nachnamen? Warum fragen Sie das? Nur weil Sie ja so wenig Deutsch verstehen. Verstehen Sie, warum rufe ich Sie an? Nicht so richtig. Bis jetzt haben Sie das ja noch nicht erzählt. Einen Moment. Okay. Herr Pimer? Ja? Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Marius. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Wunderschön. Also meine Kollegin, Frau Meyer, hat mit Ihnen besprochen, meine Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten. Mhm. Haben Sie das Prinzip verstanden? Nee. Hat sie ja nicht okay, erklärt. Okay, können Sie sich erklären, was ist das überhaupt an dem Finanzmarkt? Ja. Dann haben Sie schon von Kryptowährungen, von den Bitcoin gehört, oder? Ja. Wunderschön. Also unsere Unternehmen bieten Sie überhaupt diese Möglichkeit, an dem Finanzmarkt zu handeln mit einem Analytiker, ja? Also für die verschiedenen überhaupt Marken wie Aktien, Rohstoffen und so weiter und so fort. Also dass Sie werden überhaupt dazu begleiten, mit einem Analytiker zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aha. Also überhaupt, wie wird das aussehen? Sie aktivieren Ihre Handelskonto ja mit dem Betrag, welchen Sie wollen, ja, und danach Sie werden mit einem Analytiker arbeiten. Also wie wird das aussehen? Zum Beispiel, Sie werden etwas billiger kaufen und teurer verkaufen und der Preis unterschiedlich Ihres Profits, Ihres Einkommens. Ich verstehe, das ist eine Anfänger, das kann für Sie eine komplizierte Sache sein, ja, aber auf jeden Fall, Sie werden dazu eine vollige Unterstützung haben von unserer Analytiker, welche überhaupt will Sie alles zeigen, wie, wo, was und wer, ja, dazu können Sie sich dazu einfach keine Sorgen machen. Ja. Okay, wunderschön. Ich weiß überhaupt, dass Sie haben dazu überhaupt ein bisschen dazu interessiert, ja, und vielleicht jetzt sind Sie überhaupt so in solcher Meinung, dass Sie haben dazu Angst, um das alles zu machen, oder? Nee. Haben Sie dazu keine Angst? Wunderschön. Sagen Sie überhaupt, sind Sie bereit, Ihre Handelskonto aktiviert? Nee, aber warum soll ich Angst haben? Ja, weil ich frage einfach nach, weil ganz viele Kunden, weil ich halt keine Erfahrung hatte, ein bisschen dazu Angst, was Neues zu machen. Deswegen ich frage einfach nach, weil Sie haben keine Angst, was ist doch super, Sie werden überhaupt dazu ein größeres Profit haben. Jetzt habe ich auch Angst. Jetzt haben Sie wieder Angst? Nee, nicht wieder, jetzt überhaupt erst. Jetzt haben Sie Angst, okay. Sagen wir überhaupt, wenn Sie werden mindestens 2.000-3.000 Euro verdienen, werden Sie dieses Angst vermeiden, oder? Woher kommt denn das Geld? Woher kommt dieses Geld? Also dieses Geld, also Sie werden selbst mit Ihres überhaupt Hand, mit Ihres Bemühungen und mit Finanzmarkt sich beschäftigen. Zum Beispiel, Sie werden mit unseren Analytiker zusammenarbeiten, wie zum Beispiel auf normales Arbeit, aber es wird eine Online-Arbeit sein, ja, auf unserer Plattform. Okay. Verstehen Sie? Nee. Was verstehen Sie nicht? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Was Sie machen müssen, okay. Also, einzige, was sollen Sie machen? Einfach Ihre Handelskonto aktivieren, ja, mit passendem für Sie Betrag. Also, es gibt unterschiedliche Beträge, je nachdem, wie viel Geld haben Sie jetzt für Ihre Tasche allgemein. Der optimale Betrag ist 500 Euro. Okay. Also, das ist nur auch einfach die Betrag, von welchem können Sie anfangen zum Handel? Ja, aber wenn Sie mit dem Profit überhaupt zufrieden sein mit unserer Hilfe, können Sie dazu mehr investieren, weil ganz viele Kunden sind mit unserer Analytiker überhaupt zufrieden, weil unsere Analytiker ist für Sie immer erreichbar. Unsere Analytiker überhaupt bereit ist für Sie die beste Strategie für Sie persönlich. Also Arbeit für unsere Analytiker ist für jeden Kunden persönlich abgemacht. Deswegen, also je nachdem, welche Motivation haben Sie, dazu Geld verdienen, das werden Sie verdienen. Ja, toll. Damit haben Sie noch welche Fragen dazu? Na und wie lange dauert es, bis man da ganz viel Geld hat? Also, unsere Zusammenkooperation wird überhaupt am Ende gehen, wenn Sie werden selbst sehen, dass Sie wollen einen Schluss machen. Wenn Sie werden sehen, dass Sie haben schon sein maximales Ziel sich erreichen, ja, bei unseren Analytikern, Sie können gleich überhaupt Geld auszahlen für Ihr Bankkonto und einfach die eigene Handelskonto zu machen. Geht das schnell?
Geht das schnell, je nachdem, welche Motivation haben Sie dazu? Und wie viel Profit macht man da? Also unsere Analytiker macht allgemein pro Anfänger 30% Profit täglich. Also verstehen Sie, je mehr Geld werden Sie dazu investieren, desto mehr Geld werden Sie dazu verdienen. Es ist ganz normal an der Finanzmarkt. Aber am Anfang, wenn Sie sind ein Anfänger, bestimmt Sie aber dazu keine Erfahrung. Dazu muss man ein bisschen Zeit dauern, damit Sie überhaupt was Basis kennenlernen können. Dazu überhaupt 30% täglich, es wird zu Sie passen, ja. Sie werden schauen, überhaupt, wie läuft das, was kann man dazu machen und überhaupt, welches Mangeln dazu machen. Aha. Und wie viel Profit bekommt man da? Ich habe Sie schon erzählt, 30% täglich wird Ihr Profit sein, für den Anfang. 30% kriegt man da am Tag. Genau. Ist das viel? Wie bitte? Ist das viel? Ist das viel? Nein, das ist nicht viel. Nee. Viel wird, wenn Sie 10.000, 50.000 Euro wöchentlich verdienen, dann wird es für Sie viel sein. Am Anfang geht es für Sie ausreichend. Ja, und wie kommt man da hin? Je nachdem, nach und nach, Sie werden dazu hingehen. Wie lange dauert das? Also je nachdem, welche Motivation haben Sie dazu, Geld zu verdienen. Kann was sein, 1, 2, 3 Tage, 1, 2, 3 Wochen. Aha, okay, und jetzt habe ich meine Frage vergessen. Hallo? Ist da noch einer? Guten Tag. Wer ist denn da jetzt? Herr Pemmel. Ja. Hier ist Amalia Meyer. Sie haben mit meiner Kollegin, Herr Prokop, gesprochen, ja? Ja. Er hat jetzt eine Arbeit, er muss mit unseren Kunden noch sprechen. Aha. Warum haben also, Sie... Also geht er ja? Einfach weg dann vom Telefon oder was? Er muss jetzt mit unseren Kunden noch sprechen. Er hat eine Kunde. Aber warum das hat er gar nicht gesagt. Ist er einfach weggegangen. Ich verstehe, aber er muss... das ist ein sehr wichtiger Kunde. Ach so, und ich nicht? Warum haben Sie gesprochen? Was hat er Ihnen gesagt? Habe ich nicht so ganz verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Habe ich nur, was er da so gesagt hat, der war sehr undeutlich. Was meinen Sie? Na, ich habe ihn nicht verstanden. Aber was genau haben Sie nicht verstanden? Ja, das alles. Was muss ich denn was jetzt machen? Genau alles? Ja, was muss ich denn jetzt machen? Sie wollen handeln. Sie sollen zuerst Ihr Handelskonto aktivieren mit einem Startkapital und dann können Sie mit unserem Analytiker handeln. Ja. Ich meine, Analytiker wird statt Ihnen nicht handeln, sondern er hilft, er ratet, er unterrichtet unsere Kunden und Sie handeln. Ich muss das alleine machen. Nicht genau alleine, mit der Hilfe unserer Analytiker. Er erzählt Ihnen alles. Er unterrichtet, er sagt Ihnen, was sollen Sie richtig. Ich meine, er erzählt Ihnen alles, was sollen Sie auf unserer Plattform richtig machen und wie und mit welchen Aktiven sollen Sie handeln. Ich meine, mit welchen Aktiven können Sie Geld verdienen? Was sind denn Aktiven? Nochmal bitte. Was sind denn Aktiven? Ich habe das nicht verstanden. Na, das haben Sie doch gesagt, das Wort Aktiven. Was ist das? Sie meinen, aktivieren Ihr Handelskonto? Na, Sie sagten, ich handle mit Aktiven. Und da weiß ich nicht, was das ist. Aktiven sind Kryptowährung. Oder ihr irgendwelche aktiv als Rohstoffe, zum Beispiel Öl oder Gas. Das ist ein Aktiv. Öl, das ist ein Aktiv. Ja. Ja, und Bitcoin oder Ethereum oder Gas, Öl, das ist Aktiven. Aktiven. Okay. Und mit diesen Aktiven können Sie handeln. Nicht nur mit Bitcoin, sondern mit verschiedenen Aktiven. Heißt das nicht Aktien?
Aktien von verschiedenen Firmen, das ist auch aktiven. Aha. Okay, sagen Sie bitte, haben Sie schon nachgedacht, mit wem möchten Sie handeln? Ich meine, Rohstoffe, Kryptowährungen oder... Was ist denn da besser? Ich kann Ihnen sagen, dass es besser vielleicht mit Bitcoin noch handeln, weil es diese Bitcoin geht jetzt diese Woche nach unten, aber ich kann sagen, dass mit in ein oder zwei Stunden wird er noch nach oben gehen. Ja. Oder mit Aktien von Tesla oder Amazon zum Beispiel. Aha. Und wie geht das? Was muss man da machen? Sollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie das geht. Sie können das auf unserer Seite machen. Ja. Okay, aber mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Na, dann würde ich erstmal 25 Euro nehmen. Okay. Mhm. Wir können das jetzt machen. Ja. Okay, wir können das mit Ihrer Karte machen. Ich meine, haben Sie 250 Euro auf Ihrer Karte und haben Sie Visa oder Mastercard zum Beispiel? Wozu 250 Euro denn? Ich dachte 25. Sie haben 25? Wollten wir doch machen, haben Sie doch gerade gefragt. Und ich habe gesagt 25, nicht 250. Aber verstehen Sie, 25 ist es zu wenig. Warum? Weil wenn Sie zum Beispiel mit 250 Euro anfangen, können Sie mehr Handel öffnen. Ich meine, Sie können einen Handel mit Bitcoin öffnen, andere Handel mit Aktien und dritte zum Beispiel mit Gas. Und Sie können da mehr verdienen, weil mit 25 Euro wird mit Ihnen kein Analytiker arbeiten. Warum nicht? Weil es ist zu wenig, Sie können nicht verdienen. Sind die alle gierig? Minimum ist in meistens 250. Meistens? Ja, weil meine Kunden beginnen mit 300 oder 400 Euro. Aha. Aber wenn meistens ja. Minimum 250 Euro ist, dann ist das ja flexibel. Was meinen Sie? Ja. Was, ja? Können Sie mir erklären? Na, aber Sie sagten doch flexibel. Ich habe nicht gesagt, reflexive. Nee. Okay. Können Sie mir erklären, was meinen Sie? Nee. Einfach nicht. Okay, meine Frage ist, Sie haben mit meinen Kollegen schon gesprochen, mit mir auch. Können Sie mir erklären, warum haben Sie dieses Interesse? Na, da stand, dass man da Geld verdienen kann. Okay, Sie möchten verdienen. Mhm. Super. Aber genau. Na, warum haben Sie im Internet dran geguckt? Na, wo soll ich denn sonst gucken? In eine Zeitung? Einen Moment, kommt mein Kollege. Ja. Ja, Herr Piemel. Ja, hallo. Ich bin wieder da, es ist der Marius. Ach so, hallo. So, meine Kollegen sprechen mit Ihnen fast 20 Minuten, haben Sie überhaupt Meinung getroffen, was wollen Sie jetzt machen? Na, ich will ja da einzahlen, ja. Ich will ja Geld verdienen. Mehr Geld verdienen, das wollen Sie schon, dann aktivieren Sie einfach gleich Ihr Handelskonto, damit Sie schon am Morgen Geld verdienen können. Ich habe Sie akustisch leider nicht richtig verstanden. Also aktivieren wir jetzt Ihr Handelskonto, ja, damit Sie schon am Morgen schon welches Geld verdienen können, oder? Ja. Wollen Sie schon sagen, welche Einzahlungsmethode haben Sie? Eine Visa-Karte, eine Mastercard? Ja, das ist vorhanden. Welche Karte haben Sie? Hier sind wir der Mastercard-Karte. Ja, die sind vorhanden. Wie bitte? Ja, ist vorhanden. Haben Sie die beides Karte? Ja. Okay, und zum welches Bank gehört Ihre Karte? Wie meinen Sie das? Zum einen Sparkasse Bank, Deutsche Bank oder sonst so. Was? Ja, genau. Ist richtig. Hallo? Okay, sagen Sie, haben Sie WhatsApp unter dieser Handynummer? Das ist doch gar keine Handynummer. Okay, haben Sie WhatsApp auf jeden Fall? Nee. Haben Sie welches E-Mail-Adresse? Also Ihre E-Mail-Adresse lautet
miko@gmx.net, richtig? Ja. Wunderschön. Sagen wir, können Sie diese, jetzt in diese E-Mail-Adresse reinzugehen und nachschauen, ob haben schon von meinen Kollegen welches E-Mail gekriegt? Kann ich machen, ja. Wo soll ich denn da hingehen? Auf Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse soll ich aufmachen. Genau, also miko@gmx.net. So, dann gehe ich da mal gucken, ja? Wunderschön. Und jetzt? Was muss ich da machen? Hallo, haben Sie ein E-Mail bekommen? Warum sind denn Sie jetzt wieder dran? Weil mein Kollege ist jetzt erreichbar. Aber warum wechseln Sie immer die Leute aus? Das finde ich nicht schön. Das ist nicht schön? Nee, warum wechseln Sie denn immer? Nein. Ja, Herr Piemel, ich bin von Finanzabteilung, ja, und ich habe ganz viele Arbeit dabei. Und meine Hauptaufgabe ist, Ihnen zu begleiten, Ihre Handelskonto zu aktivieren, ja? Aber warum kümmern Sie sich nicht um Ihre Hauptaufgabe? Was kann ich nicht? Nee, machen Sie ja nicht, weil Sie wechseln ja immer. Das hat ja nichts. Ich bin nicht weg. Prüfen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Sie schon per E-Mail, per diese E-Mail miko@gmx.net eine E-Mail geschrieben. Sehen Sie das? Ja, aber dann waren Sie ja auf einmal wieder weg. Ja, ich bin wieder da. Also ich habe gesagt, ich habe ganz viel Arbeit dabei. Ich kann nicht mit Ihrem Kunden eine halbe Stunde zu sprechen. Aber meine warum bleibt denn nicht? Ist einfach Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ja, aber warum bleibt denn nicht ein Mitarbeiter am Telefon? Also Sie haben am Anfang mit meiner Kollegin vom Kundenberater besprochen, Frau Maya. Ja. Dann Frau Maya hat Sie mit mir verbunden, weil es waren ein paar Schwierigkeiten dabei. Und dann war man wieder jetzt gehen um aktivieren Ihre Handelskonto. Dann war wieder die Frau und dann waren wieder Sie und dann wieder die Frau und dann wieder Sie. Ich bin und dann wieder da. Frau. Ich bin wieder da. Ja. Herr Piemel, ich bin wieder da. Prüfen Sie bitte Ihre Mailbox, ob haben Sie eine E-Mail schon von mir erhalten? Ich gucke mal, Moment. Also bei mir steht, dass diese miko@gmx.net ist eine überhaupt E-Mail-Adresse, wo kann man keine E-Mail schicken. Wie konnte es sein? Weiß ich nicht, geht nicht. Haben Sie da was falsch gemacht? Sie können bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren. Die ganze? Ihre ganze, bitte. Da muss ich mal schnell gucken gehen, Moment. Ich hab die nicht im Kopf, die ist so lang. So, also, Sie möchten die ganze E-Mail-Adresse buchstabiert haben, ja? Genau, genau, genau. Also die ganzen einzelnen Buchstaben? Genau. Okay, also jeden einzelnen, ja? Jeder einzeln, genau, nach und nach. Okay. Als erstes kommt ein M. M wie Martha. Mhm. Haben Sie? Ja, habe ich. Dann kommt ein I. I wie Ida. Ja. Super. Gehen wir weiter? Haben Sie auch, ja? Ja. Dann kommt ein R. Also R wie Richard. Ja. Super. Was kommt weiter? Dann kommt ein halbes O. Also so ein C. Also C wie Cäsar. Ja. Wunderschön. Was kommt weiter? Ein O. O wie Odo. Oder wie Otifant. Okay, was kommt weiter nach dem O? Dann kommt ein Punkt, also so wie das Zeichen, also so ein kleiner Punkt. Also bei wie Peter? Nee, ein Punkt. Oder ein Punkt, also Miko, Punkt, ja. Und dann ein P. Ein P? Haben Sie? Ja, habe ich. Dann kommt ein I. I wie Eda? Ja. Und dann kommt ein H. Was kommt danach? Nach dem H. E wie Emil? Ja. Okay, was kommt weiter? Dann kommt ein H. Was kommt weiter? Also M wie Martha, oder? Wo denn? Also was kommt weiter nach dem E wie Emil? Dann kommt ein L. Wie bitte nochmal, können Sie bitte diese Buchstabe deutlicher sagen? Na, ein H. Ein H wie? Nee, H. Ein H wie? Also H wie Hubert? Nee, ein H wie Lutschen. Wie Lutschen? Ja. Okay. Und was kommt weiter? Ein Ad-Zeichen.
Und dann Gmx. Ein hm. Haben Sie? Ja, also miko.spiel@gmx.net. Nee, falsch. Was ist falsch eingegeben? Da war was falsch. Was ist falsch eingegeben? Sagen Sie bitte. Also miko.pl, also Peter, Ida, Emil, Luke. Nee, da fehlt ein M. Da fehlt ein M. Also P-Mail. P-Mail, ja? Ja. Also miko.pmail. Ja. Also zweimal L oder einmal L? Einmal. Also miko.pmail@gmx.net. Nee, @ndccfu.de. Nochmal bitte, was kommt da? Können Sie bitte diese Deutsch, können Sie bitte deutlich buchstabieren, was kommt nach dem diese Zeichnung E-Ad? Na, ein Hm. Ein Hu. Wie nee, Hubert. Ein Hm. Ein was? Hm. Sind Sie jetzt ehrlich bei mir? Was kommt jetzt weiter? Ich habe keinen Wunsch, mit Ihnen tausendmal zu sprechen, das nachzufragen. Na, dann hören Sie doch richtig hin. Dann sag mit dem normalen Ihre E-Mail-Adresse. Wo ist das Problem? Na, hab ich doch. Wie habe ich das? Können Sie bitte normales deutlich das mir erklären? Verstehe ich keine Wort. Warum schreien Sie mich jetzt an? Weil es nervt mich. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen eine halbe Stunde zu sprechen. Wenn Sie wollen Geld verdienen, dann mache ich das jetzt gleich. Ach so. Mach das einfach gleich und wir gehen Geld verdienen. Es ist hier keine Kindergarten oder sonst was. Es ist eine normale Arbeit, wo kann man Geld verdienen. Es ist nicht eine Kindergarten. Ups, dann habe ich wohl Ihre Zeit verplempert, weil ich habe Sie ja nur verarscht. Was haben Sie? Na, ich habe doch Sie nur verarscht. Sie haben nur mich bearscht? Ja. Sie sind ein normales erwachsener Mann oder Sie sind eine dumme Sau? Sagen Sie bitte. Na, ich denke, das Letztere vielleicht. Also, warum melden Sie sich ein? Sagen Sie, Sie sind eine dumme Sau jetzt. Ja, kann sein. Ist möglich. Haben Sie eine Frau oder Sie überhaupt, oder wiegen Sie überhaupt alleine? Nee, ich bin mit einem Mann verheiratet. Sie sind verheiratet mit einer dummen Sau? Ja. Du bist einfach dumm oder was? Vielleicht. Warum aber überhaupt immer haben Sie sich eingemeldet? Sagen Sie bitte. Überhaupt ganz viele Leute sind normale Leute, Sie sind eine dumme Sau. Ja, ich wollte Ihre Wenn Zeit verplempern. Was machen Sie auf Ihre Arbeit? Was machen Sie? Wo arbeiten Sie? Auf welchem Bereich? Welchen Bereich? Auf welchem Bereich arbeitest du, dumme Sau? Videoproduktion. Wo? Videoproduktion. Videoproduktion. Mhm. Und was machen Sie überhaupt da? Na, Videos also, produzieren. Sie machen ein Video, wie sind eine dumme Sau, ja? Ja, kann man so sehen, ja. Mhm. Und wie viel Geld bekommen Sie monatlich? Das verrate ich nicht. Weil du bist eine dumme Sau. Weil ganz viele Leute sind normale Leute. Sie sind eine Aussage in dieser Welt, ja? Ja, okay. Okay, haben Sie Mutter? Nee. Haben Sie keine Mutter? Gott sei Dank, Sie haben keine Mutter. Ja. Und haben Sie bestimmt keinen Vater, oder? Nee. Spart man sich Geld weil für Geschenke. Du bist dumme Sau, oder? Sie sind eine große dumme Sau in dieser Welt. Ja? Und du bist ein Betrüger, der die Leute verarschen will. Ja, ich bin Ihr Betrüger, welcher wird Ihnen verarschen? Ganz genau. Aber ja, ich verdiene Geld und Sie verdienen gar keine Geld. Du bist dumme Sau, oder? Ja? Okay. Okay, aber wozu haben Sie sich eingemeldet, dumme Sau? Na, um deine Zeit das Problem einfach sich nicht einzumelden? Sagen Sie bitte. Na, damit ich deine Zeit verschwenden kann. Bei mir ist egal auf meine Zeit. Ich bekomme Spaß, wenn ich beleidige dich, dumme Sau. Ja. Du bist eine Fatze. Ja? Und ja, du kannst endlich das nicht mal richtig endlich aussprechen. Bist du eine. Mir ist scheißegal, was du denkst aus mir. Ja. Ich verdiene meinen Lohn, wie ich verdiene meinen Lohn. Es ist doch scheißegal, was sagen Sie dazu, dumme Sau. Ja. Ich wollte einfach vorbeifahren zu Ihnen und einfach so tief wie möglich mit einem, weiß ich, mit einem Pinsel sie zu ficken, dumme Sau. Ja? Ist aber nett. Es ist nicht nett. Nett wird dann, wenn ich hätte ihre Mutter ficken. Ja, aber gerade wolltest du doch noch mit Männern ficken. Also bist du homosexuell. Ja, stellen Sie bitte mit solcher beschissenen Aussprache, die Sie ein bisschen aufhören. Verstehen Sie, Sie sind eine dumme Sau, Mann.
Welche hat sich einfach angemeldet bei welcher Plattform und jetzt denkst du dann, dass ich verdiene meine Zeit? Mhm. Genau. Und das funktioniert ja auch. Weil in der es Zeit, funktioniert wo du mit gar kein. Sprichst, nein, es funktioniert Zeit, nicht, weil in meinem Leben, wenn ich treffe eine solche beschissene Person wie sie, ich wollte einfach sie beleidigen wie eine Frau, weil sie sind nicht ein Mann, sie sind eine Frau. Weil sie muss in diesem Leben nicht leben. Okay. Aber in der was Zeit. Was okay, mit, okay, können Sie zu ihrer Frau sagen? Zu ihrer beschissene, scheiße Frau, mit welcher wollen Sie zusammen? Halt deine Schnauze jetzt, wenn ich spreche, ja? Ja, okay, das ist aber interessant, okay. Wenn du sprechen willst, aber mich interessiert ja gar nicht, was du so zu sagen hast. Weil da kommt ja überhaupt nicht Sinn, weil es bei dir aus, wenn du redest. Komm einfach zum Polizei und sag, dass du bist überhaupt Betrüger, weil du bist einfach Frau. Ja, das ist ja lustig. Mensch, es ist lustig, dass ich überhaupt geboren bin. Du bist ja lustig. Du bist eine Fatsche, welche zigtausend Mann pro Tag, oder? Naja, das kann schon alles sein, aber immerhin bin ich nicht so niveaulos wie du und ich betrüge auch keine Menschen, außer dich. Also scheiß drauf, was du denkst. Ihre und du merkst ja nicht mal, dass du ganz dich selber egal, bescheid. Ganz egal, weil du bist eine dumme Sau. Ja? So eine dumme Sau habe ich niemals gehört in meinem Leben. Niemals. Ja, das glaube ich nicht. Da brauchst du doch bloß in den Spiegel gucken. Was sagen Sie? Können Sie einfach Schwein von seinem Mund rausnehmen? Weil ich verstehe keine Wörter von Ihnen. Dafür kann einfach ich ja Schwein nicht. Von dem Mund rausnehmen. Musst du deine Deutschkenntnisse noch ein bisschen aufbessern, wenn du das besser verstehen ach möchtest. Ach so, meine Feist. Mir ist halt drauf, was du denkst. Einfach Schwein von dem Mund rausnehmen, damit Sie normales überhaupt sprechen mit mir können. Weil ich verstehe keine Wörter, wenn Sie haben Schwein auf Ihrem Mund. Ja, das ist aber schlecht. Ich habe Schläge, weil du bist eine Frau, oder? Weiß ich nicht. Wir können ja mal nachgucken. Ich wollte sie nachgucken, überhaupt gar nicht. Nee? Nein, das geht nicht. Ich habe warum? Meine schöne Frau dabei und ich wollte mit ihnen überhaupt gar keine mehr sozusagen treffen. Und wie heißt machen, denn deine weil du bist schöne eine Frau? Dumme Sau und halt deine Schnauze jetzt. Ja, wie heißt denn der deine schöne Frau? Was heißt das? Heißt das, du bist eine dumme Sau, Vater. Ja, was heißt denn das übersetzt? Was heißt das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Ja, wie ist denn der deutsche Begriff dafür? Ich weiß ja gar nicht, was das heißt. Was meinst du damit, dumme Sau? Können Sie einfach der Schwanz von dem Mund raus, weil ich verstehe keine Wörter, dumme Sau. Ja, aber ich verstehe das Wort nicht. Das ist zu ausländisch. Weil du bist dumme Sau. Du bist einfach dumme Sau. Okay. Und was heißt das auf Deutsch? Du bist eine Fatze. Ja, und was heißt das auf Deutsch? Es heißt das, dass du bist eine dumme Sau. Ja. Da müssen wir also mit der Deutschkenntnisse noch mal ein bisschen üben. Ich will von dir Geld abziehen, Mensch, komm los. Ich will von dir Geld abziehen, komm los. Ja. Wie viel denn? 10.000 Euro. Das ist ja wenig. Sie haben solches Geld nicht, es ist nicht wenig. Das ist wenig. Es ist nicht wenig. Doch. Sie verdienen solches Geld nicht, es ist nicht wenig. Ich finde, das ist wenig. Könnten wir ja mal ein bisschen mehr machen. Das ist ja lächerlich, wenn man mit so wenig Geld zufrieden ist schon. Sie werden zufrieden mit auch einen kleinen Schwanz zu haben, oder? Weil Sie verdienen ein kleines Betrag. Ihre Sohn ist zu klein, eine schöne Frau zu haben. Sie können haben Sie so einen kleinen Schwanz, oder? Das ist so traurig. Ja. Und was machst du sonst so den ganzen Tag? Ich bin eine Betrüger. Ja. Meine Hauptaufgabe ist einfach von Ihnen Geld abziehen. Ja, aber es funktioniert ja nicht. Doch. Na, bei mir nicht. Sie haben einen kleinen Schwanz. Ja. Sie sagen, es funktioniert gar nicht. Wenn Sie werden einen großen Schwanz haben, damit können wir was reden. Aber jetzt gar keine Rolle. Also Sie scheinen ja Schwänze zu mögen, ne? Nein. Denn aber Sie reden ja die ganze Zeit über Schwänze. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Aber wenn du die ganze Zeit über Schwänze redest, dann wirst du wohl Schwänze mögen. Ah? Ich habe sie nicht gehört, Entschuldigung, dumme Sau. Ja, ich sage, wenn du den ganzen Tag über Schwänze redest, dann wirst du wohl auch Schwänze mögen. Ja, ich rede nur mit solchen beschissenen Leuten wie sie über Schwänze, weil sie verdienen eine Bonnese-Größe, aber 2000 Euro verdienen sie im Monat, das ist ungefähr, ja? Dazu haben sie einen kleinen Schwanz. Ja. Weil die Leute, welche verdient, die verdient. Sie hat einen großen Schwanz dazu.
Weil sie verdienen nicht so viel, das heißt, sie brauchen ein kleines Schwein wie bei einer Frau. Aha. Aha, aha. Nimm bitte den Schwein von dem Mund raus. Ja? Hä? Was dann? Dann ich komme vorbei und schicke deinen Vater, deine Mutter und ihre Familie, weil ich bekomme, dass du Spaß. Das hast du ja schon gesagt. Ja, mir ist scheiß drauf, was du denkst. Ich kann ficken, jeder Mann in dieser Welt. Ja. Einfach muss meine Behauptung sagen, wenn ich will das machen, ich werde das machen. Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn du homosexuell bist. Was? Ich sage, ich habe gegen deine Homosexualität nichts. Aber deine kleine Schwanz, hast du gesagt, ja? Wie groß sind ihre Schwanz? 5 cm? 6 cm? Weiß ich nicht, ich musste mal vorbeikommen und nachgucken. Ja, ich werde nicht jemals vorbei, um solche beschissenen Leute vorbeifahren, weil du hast eine kleine Schwanz. Wie kannst du mir vorbeifahren? Und wenn sie werden eine große Schwanz haben, dann ich komme gerne vorbei, wir werden zusammen ficken, es ist kein Problem. Aber wenn sie werden eine kleine Schwanz haben, dazu haben sie eine beschissene Frau, oder? Nee. Doch, ihre Frau ist beschissene Frau in dieser Welt, oder? Ich habe ja keine Frau. Ich habe gestern ihre Frau gefickt. Ja, dann wird es irgendeine Fremde gewesen sein, aber meine nicht. Ich habe 50 Euro dazu bezahlt, um deine Frau zu ficken. Ich habe ja keine. Ha, du bist dumme Sau. Nee. Doch. Warum? Doch. Ja, warum? Weil wenn ich sage, dass du bist eine dumme Sau, dass du bist eine dumme Sau. Müsste ich dann mit meiner Meinung akzeptieren und weitergehen, oder? Nee. Doch. Nee. Nee, können Sie zum Ihre beschissene Mutter sagen, nicht zu mir. Nee. Na? Nee. Ha? Können Sie normales überhaupt besprechtigen oder gar keine? Nee. Nee. Hast du eine kleine Schwanz, du Sau? Sagen Sie, wie groß ist Ihre Schwanz? Da man auf meine Frage nie beantwortet. Ja, dann musst du herkommen und nachmessen. Ha! Ungefähr 10 cm, 5 cm. Interessant, für was du dich so interessierst. Was interessiert Sie sich, dumme Sau? Haben Sie Ihre Mutter gefickt? Nee, und du? Du scheinst ja drauf zu stehen. Stehst wohl auf Ältere. Aber ist nicht so schlimm. Es ist doch schlimm, weil du bist eine dumme Sau, Hauptmann. Welche hat eine kleine Schwanz. Und welche verdient gar kein Geld, weil du hast eine kleine Schwanz. Und seine Frauen sind mit ihm überhaupt nicht zufrieden. Aha. Man kann einfach kreien, dass du hast eine kleine Schwanz. Sehr interessant, für was du dich so alles interessierst. Interessant ist das, dass du hast eine kleine Schwanz. Und seine Frau kommt zu mir und sagt, oh, Herr Trucke, mein Mann hat eine kleine Schwanz. Aha. Ich will einfach bumsen mit ihnen. Aha, Mensch. So kann man los, gehen sie einfach weg, dumme Sau. Ja, aber mit Kinderstuhl. Hallo? Ja. Die Leitung war weg. Entschuldigung, mein Lieber. Jetzt, ich verbinde Sie sofort mit meinen Finanzexperten, okay? Nur bleiben Sie klar. In der Leitung. Vielen Dank. Sie sind ein netter Mann, wirklich. Danke. Bitte. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Steinfeger, richtig? Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin Ela Janssen, die Finanzberaterin von unserer Firma. Ja. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut. Freut mich sehr, ganz gut. Wie war Ihr Tag soweit? Haben Sie heute gearbeitet oder halten Sie frei? Nö, ich hatte gerade Stuhlgang. Wie bitte? Hat gerade Stuhlgang, jetzt ist wieder alles gut. Ah, okay, ganz gut, freut mich. Herr Steinfeger, Sie wissen den Grund, wieso sind Sie in meinem Büro verbunden, ja? Nicht so richtig, nee. Nicht so richtig. Okay, was haben Sie mit meiner Assistentin gesprochen? Die meinte, da kann man irgendwas mit Geld investieren und so und dass ich nett bin. Ja, genau. Also, Steinfeger, ich bin hier Ihnen nicht nur Informationen zu geben, weil für das Sie können in Google suchen, Sie können Nachrichten oder im Fernseher irgendwo lesen. Aber ich will Ihnen auch einen anderen und richtigen Weg zeigen, wie Sie Trading machen können. Einen richtigen und sicheren Weg, wie Sie Trading, wie Sie Profite online generieren können. Erstmal, ich würde gerne fragen, Sie haben niemals investiert, stimmt das?
Okay. Was ist passiert, Herr Schaun? Wieso haben Sie bis jetzt etwas nicht unternehmen? Also in Deutschland ist ein Lieblingssport. Jede zweite Person, jede zweite Mensch macht Trading. Ja, ich kenne keinen. Keine Informationen hättet, oder? Ich kenne keinen, der sowas macht. Sie kennen keinen? Nee. Mein Gott, in Deutschland? In Deutschland ist ein Lieblingssport. Jeder macht Trading. Online-Trading. Online-Handel. Okay, das ist ganz gut. Und Ihre Freunde, keiner macht Trading, ja? Na, ich kenne keinen, der sowas kennt. Also, weiß ich nicht. Sind alle doof bei mir. Okay. Dann, ich glaube, Sie werden die Erste sein und Ihre Familie, und Ihre Verwandten, Ihre Freunde, alles hier zu bringen. Mhm. Okay. Darf ich Ihnen fragen, was sind Sie vom Beruf? Also, ich könnte nicht meine Assistentin verstehen. Was arbeiten Sie? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser? Ja. Okay, von zu Hause, oder? Ja, das mache ich alles von zu Hause. Da kommen die Leute so zu mir und dann mache ich die Bude dunkel und dann erzähle ich denen was vom Wert. Okay. Weiß ich, bis ich mit Kaffeesatz rum. Gott sei Dank habe ich einen Saugroboter, der macht den Krammacher von alleine oder sauber. Okay, und die Leute dabei? Gut? Das läuft ganz gut, ja. Die Leute, die lassen sich ja alle veräppeln. Okay, perfekt. Also ganz gut. So, Herr Schaum, Sie haben viele Kunden, das haben niemals investiert, aber machen Sie keine Sorge, Finanzmarkt hat Platz für alle. Ich will Ihnen erstmal nur den Weg zeigen, wie Sie Trading mit uns machen können, okay? So, wie hat meine Assistentin gesagt, wir rufen Ihnen an von einer regulierten und lizenzierten Firma. Eigentlich, wir sind Geschäftspartner mit einer Plattform, das ist eine regulierte und lizenzierte Plattform. Es ist zugelassen in unseren 14 verschiedenen Ländern, überall Europa. Am wichtigsten ist, diese Plattform ist zugelassen auch unter die größte Finanzaufsichtsbehörde in Deutschland, die BaFin. Ich bin mir sicher, Sie haben etwas darüber gehört, ja? Ja. Okay, perfekt. Wie Sie es wissen, BaFin ist die größte Finanzaufsichtsbehörde, das kontrolliert und unterstützt die Banken und finanzielle Institute. Wenn wir schauen diese Seite, wir sind gleich genau wie die Banken regulierte. Aber wenn wir reden über Arbeit, normalerweise es gibt Unterschied. Wenn Sie mit einer Bank arbeiten, Sie werden entweder Geld verdienen oder Geld verlieren. Aber wenn Sie mit einer regulierten und lizenzierten Firma arbeiten, wir werden ganz stark versuchen, die Verluste zu kontrollieren. Weil ich will mit Ihnen ganz klar am Anfang sein. Im Finanzmarkt ja natürlich, es gibt große Chancen, Profite zu kriegen. Aber es gibt auch große Risiko, Geld zu verlieren. Und ja, natürlich, vielleicht wir werden ein bisschen Geld verlieren, aber unser Ziel ist immer, die Verluste zu kontrollieren. Wenn wir kontrollieren die Verluste, wir werden auch in der Lage sein, die Profite zu maximieren. Das ist ganz einfach unser Ziel. Und glauben Sie mir, in diese 12 Jahre, dass ich Trading von meiner selber und für meine Kunden mache. Wir haben es gut geschafft. Wenn Sie, normalerweise, ich werde Ihnen nicht etwas Großes versperren, Herr Schaum, weil, wie habe ich gesagt, man kann auch Geld verlieren. Heute ist ganz gut, aber morgen kann alles gegen uns sein. Was ich Ihnen versprechen kann, ist Sicherheit. Sicherheit, ganz einfach. Sie haben voll Zugriff in Ihr Geld, sind Ihr Geld. Und ganz einfach, Sie haben Vollzugriff. Sicherheit in Ihre Identität und Sicherheit in Nachrichten, Signalen, Informationen, Gelegenheit, alles in den richtigen Zeitpunkt um. Ganz einfach, alles in den richtigen Zeitpunkt um. Bitte, wenn Sie Frage haben, stellen Sie bei mir, verpassen Sie gar nicht, okay? Ja. Okay, so. Erstmal, ich würde gerne, Herr Schaum, die Regulationen präsentieren, damit Sie es verstehen, ganz klar, wie ist es, wenn Sie mit einer regulierten und lizenzierten Firma arbeiten. Damit Sie es verstehen, wie professionell, wie korrekt, transparent sind wir. Weil, ich bin mir sicher, Sie kriegen oft solche Anrufe, aber von einer regulierten und lizenzierten ist es schwer zu kriegen. Und da, das gibt viele Betrüger um diesen Tag, das machen unsere Arbeit ganz schwierig, sehr schwierig. So. Sie benutzen Ihre iPhone jetzt, ja? Ja. Okay, Sie sind bei dieser Seite Investing, richtig? Ja. Okay. Linke Seite, nach oben, sehen Sie drei weiße Linien? Das Burger-Menü. Wie bitte?
Sie meinen das Burger-Menü. Also links, was sehen Sie links? Na, da rechts sehe ich das Burger-Menü oder die Speisekarte. Ja, anmelden, Login, Trading-Produkte, so, ja? Nee, da sind drei Striche, das Burger-Menü, also Speisekarte. Sind Sie bei investing.eu? Ja. Linke Seite sind drei weiße Linien nach oben. Sehen Sie das? Ja. Klicken Sie dort. Moment. Okay. So, habt ihr gedrückt, ja. Jetzt, was steht? Anmelden, Login, Deutsch, Trading-Produkte, Plattform, genau. Bildung und so weiter. Ja, dort, wo steht Trading-Produkte. Können Sie bitte dort klicken? Ja. Okay. Herr Steinfeger, es gibt viele Plattformen, viele verschiedene Plattformen. Manche sind gut, manche sind ganz einfach Betrüger. In manche, sie können nur Krypto-Trading machen, manche, sie können nur Aktien oder Rohstoffe. Aber in dieser Plattform, sie können alles existenten Instrumenten Trading machen. Momentan, wir haben mit Tisch zwei gute Gelegenheiten. Erstens ist die Amazon-Aktien. Möchten Sie bestellen vielmals bei Amazon, ja? Ja, da habe ich mir erst ein neues Mainboard für den Kanal bestellt. Okay, so. Amazon. Party? Wie bitte? Party? Party? Na, hat geklatscht. nein, Kollegin hat etwas Schönes gemacht hier. Deswegen, wir haben ein bisschen, also dort, im Korridor etwas gemacht. Herr Steinfeger. Erfolgreich Blowjob. Also wir sind ein großes Büro und hier, es gibt viele Überraschungen jeden Tag. Ja. So, Amazon hat die Aktien gesplittet. Früher eine Aktie von Amazon ist gekostet ungefähr 2500. Aber jetzt, Sie können mit 108 Dollar oder 10 Dollar eine Aktie kaufen. Also, es ist ganz leichter jetzt, Amazon-Aktien zu kaufen. Es ist ganz leichter und ganz, ganz billiger. Das heißt, es ist eine goldene Gelegenheit, um Geld zu machen. Und die andere ist mit Naturalgas, Erdgas. Erdgas wegen dieser Krieg in Russland und zwischen Russland und Ukraine ist ganz stark beeinflusst. Jeden Tag, die Preise geht nach oben, nach unten, nach oben. Früher, wir mussten einen Monat warten, aber jetzt, jeden Tag, es gibt, also es ist unterschiedlich. Jeden Tag ist unterschiedlich. So, jetzt links, schließen Sie das Trading-Produkte. Und ein bisschen nach unten, sehen Sie über uns? Nee. Sehen Sie das? Nee. Haben Sie Trading-Produkte geschlossen? Da, über uns. Ja, jetzt sehe ich das. Ja, klicken Sie bitte dort. Klicken Sie bitte dort. Ja. Wer wir sind, richtig? Was? Was steht dort? Über uns. Okay, haben Sie geklickt über uns? Ja. Was steht jetzt? Na, über uns oben. Scrollen Sie ein bisschen nach unten, bis wenn Sie einen blauen Satz sehen. Ja. Klicken Sie dort, wo steht Liste der Fortschritte und Registrierungen. Ja. Jetzt, was steht? Lesen Sie bitte für mich. Regulierung und Registrierung Lizenz. Uptrend. Genau. Der Punkt ist ein lizenziertes und reguliertes durch FSC und der Lizenz NOP. Genau. Uptrend Ltd. ist wie die Mutterkompanie. Investing ist die Branche von Uptrend Ltd. Ja. Wie habe ich gesagt, wir sind Geschäftspartner mit iInvesting. iInvesting ist in 14 verschiedenen Ländern zugelassen. Aber am wichtigsten ist, iInvesting ist unter BaFin registriert. Sehen Sie die fünfte dran dort. In was? Ach, da steht BaFin. Jetzt, Sie haben. Genau, klicken Sie bei BaFin. Ja. Okay, sind Sie bei der Startseite von BaFin?
Nö, ich bin jetzt da auf die Seite, wo die Lizenz. Okay. Haben Sie bei BaFin geklickt? Ja. Ja, Sie sind bei Startseite von BaFin, richtig? Nee. Was steht dort dann? Portal.mvp.bafin.de Database. Warten Sie, jetzt muss ich weiter gucken, wie das weiter heißt, weil das kann man nicht mehr angucken, so am Handy da, dieses, wenn es weiter. Guck mal, ob ich das günstige Database, Strickstrich Info, Strickstrich Institut Details.do, Fragezeichen CMD ist gleich, Loat Institut Aktion und Institut. Nein. ID ist gleich 152991. Moment, Herr Schaun. Steinfeger. Wo war die Registrierung und Regulierung? Ich habe auf BaFin. Gehen Sie ein Stück. Und wenn Sie muss dann dort, wo steht. Dann komme ich auf die Seite. Okay. Na und dann steht die Ertragsdatum, Bank-ID, BaFin-ID und so weiter, ja? Ja, natürlich, okay. Diese sind die Details von der Registrierung. Also, diese zeigt etwas, Herr Steinfeger. Diese zeigt, wo sind wir Regulierte, wo sind wir Lizenzierte, diese zeigt, wie professionell sind wir und so weiter. Mhm. Es ist ganz wichtig, um solche in diesem Tag mit einer regulierten und lizenzierten Firma zu arbeiten. Es ist sehr wichtig. Wissen Sie, wie funktioniert Trading bei uns, Herr Steinfeger? Nee. Normalerweise, Sie werden. Ich werde Ihnen jetzt erklären. Mhm. Normalerweise, Sie werden ein Konto eröffnen, weil Sie müssen einen Platz da haben in diesem Konto. Nur Sie haben Zugang. Keiner hat Zugang. Jede Position, die Sie werden öffnen, jede Position, die Sie werden schließen, was Sie werden kaufen, verkaufen, Sie werden das alleine machen. Weil nur Sie haben Zugang. Das heißt, es gibt keine Gelegenheit, Ihre Geld klaut zu sein. Mit dieser Plattform, das ist unmöglich, Ihre Geld klaut zu sein. Vielleicht verlieren, vielleicht ein bisschen ja. Aber klaut nie. Die Positionen, die Sie werden öffnen und schließen, wie habe ich gesagt, Sie werden alleine machen. Aber für das, Sie werden einen persönlichen Kontomanager haben. Ich und jemand von meinem Unterstützungsteam. Wir werden Ihnen wir werden die Marktbeobachtung analysieren, die Businessplanung vorbereiten und dann wir werden zu Ihnen schicken per WhatsApp, per E-Mail, solche anrufen und so, wir werden Trading machen, ganz einfach. Wir werden den ganzen harte Arbeit für Ihnen machen. Was diese Plattform anbietet, sind auch ein bisschen mehr Werkzeuge, das macht unsere Arbeit ganz leichter und ganz sicher. Zum Beispiel, erstmal habe ich gesagt, dass mein Ziel ist, die Verluste zu kontrollieren, ja? Herr Steinfeger, sind Sie da? Ja. Okay. Haben Sie bisher gehört über Stop-Loss-Werkzeug oder Schließ bei Verlust? Wie meinen Sie das? Das habe ich kenne ich nicht. Okay. Haben Sie bisher gehört über Stop-Loss oder Schließ bei Verlust? Schließmuskelverlust. Schließ bei Verlust. Nee, sag mir nicht. Okay, das ist eine Gelegenheit. Es kann passieren, dass die Preise werden runterfallen. Runterfallen? Und ja, in diesem. Na, runterfallen. Ja. Nach oben steigen, ja, aber nach runterfallen auch. In diesem Moment, Sie werden $20, $30 verlieren. In einer Position. Und in diesem Moment, vielleicht es ist 2 Uhr früh, Sie sind im Schlaf. Die Position wird automatisch schließen. Und Sie werden nicht mehr als diese $20 verlieren. Okay. So, wir werden die Verluste kontrollieren. So. Also ja, es kann passieren, wir werden ein bisschen. Ich mache Trading seit 12 Jahren, vielmals verliere ein bisschen auch. Aber ich kontrolliere meine Verluste. Ich verliere nicht viel. $20, $30, dann die Position schließt automatisch. Was diese Plattform anderes anbietet, ist die Hebel auch. Haben Sie bis jetzt über Hebel gehört? Nee. Hebel ist eine Gelegenheit, nur in Online-Handel eingesetzt wird, nicht in die Banken. Es ist wie Kraft kaufen. Es erlaubt uns, also es macht möglich für uns, ein ganz teures Instrument billiger zu kaufen.
billiger zu kaufen. Diese Plattform anbietet es. So, Herr Steinfeger, ich würde gern jetzt Ihnen unterstützen, ein Konto zu eröffnen. Damit Sie sehen, wie schaut Ihre Investition, wie schaut die Platz, wo wir werden zusammen Trading machen. Wie schauen die geöffnete, geschlossene Positionen. Und was ich Ihnen mit meinem Mund versprechen kann, ist die Auszahlung. Vielleicht Sie haben gehört irgendwo, dass die Leute haben investiert, aber könnte nie mehr die Geld zurückzahlen. Bei dieser Plattform, Auszahlung ist eine Gelegenheit, wo Sie Ihre Geld zurückzahlen können. Wenn es Ihnen gefällt, wir werden lange Zeit zusammenarbeiten. Wenn es Ihnen nicht gefällt, ganz einfach, Sie können Ihr Geld zurückzahlen und für das, Sie brauchen gar keine Gebühren zu bezahlen. Ganz einfach. Gar keine Gebühren zu bezahlen. So. Herr Steinfeger, ich würde gerne jetzt unterstützen, ein Konto zu eröffnen. Okay? Aha. So, klicken Sie jetzt links. Okay, gehen Sie ein Stück zurück. Ein Stück zurück? Ja. Aber das und dann nach oben. Aber da ist... Wie meinen Sie das? Wenn ich ein Stück zurückgehe, falle ich aus dem Fenster. Also Sie müssen bei der Startseite von Investing gehen. Bei die drei weißen Linien. Ach, ich muss wieder auf die Webseite gehen. Oder wie? Sind Sie momentan, was sehen Sie momentan? Sagen Sie bitte mir. Na, ich bin auf der Webseite barfin.de. Okay, Sie müssen ein Stück zurückgehen. Wo gehe ich denn hin? Diese von Bach. Sie gehen bei Investing. Ach, Sie meinen auf Webseite? Ja. Ich dachte, und die Webseite. Ich sollte ein Stück weggehen. Nein, nein. Mein Gott, was ist das? So. Jetzt bin ich wieder auf Ars Investing, ja. Okay. Links nach oben sehen Sie drei weiße Linien. Das Bürgermenü. Wie bitte? Das Bürgermenü. Sehen Sie jetzt anmelden. Nee, oben links ist das Bürgermenü. Okay, in Mittelseite sehen Sie Handel aufnehmen? Nee. Was sehen Sie bitte? Soll ich die Seite vorlesen? In Mittelseite, was sehen Sie bitte? Welche, was, wie meinen Sie das jetzt? Ich weiß nicht, was Sie gerade jetzt von mir wollen. Ich verstehe das nicht. Ich will Ihnen jetzt unterstützen, ein Konto zu eröffnen. Damit ich Ihnen die Platz, wo wir werden zusammen Trading machen, zeigen, erklären, wie funktioniert Ihr Konto. Wie schaut Ihre Investition? Das will ich von Ihnen. So, links, nach oben, sehen Sie drei weiße Linien? Das Bürgermenü, ja. Klicken Sie bitte dort. Ja, also auf das Bürgermenü klicke ich drauf. Sehen Sie jetzt anmelden? Den gelben Knopf, ja. Klicken Sie bei Anmelden. Habe ich gemacht, ja. Was steht jetzt? Beschreiben Sie bitte für mich. Neues Konto eröffnen. Demo, ich, Vollstand, Nehmer und dann E-Mail, Töllefehler, Postwort und Postwort bestätigen. Herr Steinfeger, klicken Sie bei Echt, weil wir reden hier für echte Investitionen. Demo ist ein Spiel und ich mag nicht Glücksspielen. Ich rede hier für echte Geld. Okay? So, klicken Sie erst und dann klicken Sie, geben Sie Ihre Daten, Ihre vollständige Name, Ihre E-Mail-Adresse. Ach, das soll ich da jetzt alles reinfühlen? Ja. Ja. Okay. Ich würde gerne auch, ja. Muss ich das alleine machen? Also, Ihre Name, Ihre E-Mail-Adresse, Sie können alleine normalerweise machen, weil natürlich Ihre, Sie müssen, und ich würde gerne Ihre E-Mail-Adresse auch haben, damit ich kann Ihnen, ich kann ja kontrollieren, ob die, wie bitte? Jetzt bin ich ja ganz aufgeregt. Aufgelegt? Nee, aufgeregt. Was meinen Sie? Was haben Sie geschrieben? Nee, ich bin aufgeregt. Aufgeregt, okay. Freut mich, freut mich. Sie werden ein bisschen mehr sein. Ich bin mir sicher, am Ende dieses Gesprächs, Sie werden nicht enttäuscht sein. Ja? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das wird ein toller Abrutsch und... Sie bitte? Nicht, dass ich abrutsche beim Eintragen. So, ich habe Ich habe Ihnen nicht verstanden. Ich habe das jetzt rausgeschrieben. Okay. Haben Sie ein Passwort geschrieben?
Wenn ein großes P und ein kleines E, ein kleines N, ein kleines I und ein kleines S. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das brauchen Sie mir nicht zu zeigen, aber Sie können das später wechseln, okay? Trotzdem, ich weiß jetzt nicht Ihre E-Mail-Adresse bis jetzt. Klicken Sie die kleine Quadrat nach unten und dann einreichen. Sean, darf ich Ihnen fragen, sind Sie verheiratet? Nee, aber da passiert nichts, wenn ich da auf ein Griechen drücke. Wo steht die Fehler? Haben Sie die Handynummer gegeben? Ja. Darf ich mal. Okay, die Passwort muss mit großen Buchstaben, mit kleinen Buchstaben, mit Ziffern, aber keine Symbolen. Ja, das habe ich. Und es muss, okay, von 8 bis 12, nicht mehr, nicht wenig. Und ich habe ein großes P, ein kleines E, ein kleines N, ein kleines I, ein kleines S. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das habe ich zweimal. Okay, dann klicken Sie die kleine Quadrat nach unten und dann klicken Sie einreichen. Ach da. Aber das geht nicht, da kommt nichts. Und wenn ich auf einreichen drücke, dann ändert sich nur die Farbe. Was steht dann? Nichts. Kommt keine Meldung, gar nichts. Sie haben Ihre Passwort Pennies gelassen. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahinter. Ein großes P, ein kleines E, ein kleines I, ein kleines N, ein kleines S. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Löschen Sie die 6? Die 6 soll ich weglöschen. Ja. Habe ich? Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, habe ich gemacht. Haben Sie Ihren Namen gegeben, Ihre E-Mail-Adresse eingegeben? Haben Sie, die Handynummer geschrieben? Na, meine Festnetznummer, ja. Ich habe kein Handy. Okay, dann Ihre Festnetznummer. Habe ich gemacht. Die Passwort zweimal die gleiche. Ja. Dann haben Sie die kleine Quadrat geklickt. Ja. Dann haben Sie einreichen geklickt. Ja. Was steht jetzt? Na, nix. Da ändert sich einfach nur die Farbe von dem Knopf, aber es passiert nichts. Herr Steinfeger, eine Frage habe ich Ihnen. Wenn alles funktioniert am Ende und alles gefällt, wie hoch ist die Kapital, dass Sie werden, dass Sie sind in die Lage zu investieren? Die Frage habe ich nicht verstanden. Wenn am Ende des dieses Gesprächs alles Ihnen gut gefällt und Sie möchten die Investition machen, wie hoch ist die Kapital, dass Sie sind in die Lage zu investieren? Weiß ich nicht. Wie viel muss man denn? Sagen Sie bitte mir, wie viel sind Sie in der Lage, dann ich würde schauen, was ich empfehle, was ich kann für Ihnen machen. Na, Sie meinen, was ich auf dem Konto habe, oder was? Ja, also nicht, was Sie haben. Sie können mehr haben, aber wie viel sind Sie in der Lage zu einlegen? So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie bitte? Ich sage, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, und jetzt, was meinen Sie? Sagen Sie bitte mir. Spontan weiß ich ja auch nicht, was man da macht. 20 Euro erstmal, oder? 20 Euro? Macht man nicht erst mal so? 20 Euro, was können Sie in Lidl kaufen? Von 20 Euro? Und ein Aldi, was? Ja. Da kriege ich 10 Packungen Kaffee. Ja, Sie können nur Kaffee kaufen. Mit 20 Euro, Sie können nie irgendwo investieren. Das Minimum, das Sie bei uns investieren können, ist 500 Euro. Haben Sie 500 Euro zum Investieren? Ja, klar. Das wusste ich ja nicht, was man da machen muss, hat ja keiner gesagt. Das war ganz schön teuer dabei. Okay, dann sind Sie in der Lage, jetzt zu anfangen, meine Arbeit zu testen für diese 2 Wochen. Wenn es Ihnen gefällt, gut. Wenn es Ihnen nicht gefällt, zählen Sie Ihr Geld zurück. Ganz einfach. Ja. Na klar. Okay, dann öffnen Sie Ihre Konto. Was soll ich öffnen? Ihre Konto. Bei iInvesting, Sie müssen ein Konto öffnen. Wie mache ich das? Geben Sie Ihre Daten. Haben Sie bei erst geklickt, dort, neues Konto eröffnen. Gut, aber das geht ja nicht. Wie geht nicht? Bei mir geht jetzt. Ja, bei mir geht nichts. Da kommt da der blaue Button da, der wird dann weiß und da passiert nichts. Okay. Was steht, wenn Sie bei Einreichung klicken? Na, bei Einreichen. Was steht? Nichts.
Wie kommt nichts? Haben Sie Internet? Ja, bestimmt. Ja. Versuchen Sie von Anfang noch einmal die Name, die Nachname, die E-Mail-Adresse, Handynummer, Passwort. Ein anderes Passwort, nicht diese. Soll ich die Seite nochmal zumachen? Nein, nur löschen Sie alles und fangen Sie von Anfang. Also von Anfang. Von der ersten, vom vollständigen Namen. Ja, da muss ich das alles einmal rauslöschen. Das dauert ein bisschen. So, jetzt habe ich alles rausgeschmiert. Okay, jetzt, Sie müssen bei den drei weißen Linien schon wieder klicken. Nochmal klicken. Haben Sie, sind Sie bei Investing, ja? Ja. Klicken Sie bei Handel aufnehmen, dort in Mittel. Ja. Ja. Geben Sie die Daten. Ja, ja, alles nochmal rein, ja. Ergeben Sie alle Ihre Daten und klicken Sie einreichen. Ja, mache ich. Moment. Ich muss erst schreiben alles. Geht ja, ja. Nicht so schnell. Ja, und wenn ich da dann den blauen Bobbelstab drücke, dann macht nichts. Passiert nichts. Versuchen Sie bitte. Versuchen Sie bitte. Sie haben nicht so schnell geschrieben. Sie haben nicht so schnell geschrieben. Kommen Sie schon. Versuchen Sie bitte. Spielen Sie nicht mit mir hier. Steht doch alles noch drin, da kann man doch reinklicken und dann ist doch der Verlauf noch. Da muss ich doch nicht alles neu... Haben Sie die Passwort gegeben? Also Sie werden mir jetzt zu unfreundlich. Ich glaube, mit Ihnen will ich nichts machen. Wie bitte? Ich sage, Sie werden mir jetzt zu unfreundlich. Ich glaube, mit Ihnen möchte ich... Ja, weil Sie spielen jetzt mit mir. Nee. Nee? Okay, dann tut mir leid, entschuldigen Sie mich. Schreiben Sie bitte noch einmal von Anfang. Nee, ich möchte das nicht mehr. Okay, schreiben Sie dann, gehen Sie dann und essen Sie Ihre Penis. Hey, das Hörspiel ist nun leider schon zu Ende. Wenn du magst, findest du hier aber noch eine Playlist mit vielen weiteren Inhalten auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.